Ja, einen wunderschönen guten Morgen am Aschermittwoch. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem, ich wollte heute Morgen noch gucken, welchen Monatsticker wir haben. Ich glaube, der 8. oder 9. ist es mittlerweile. Wir haben aufregende Wochen hinter uns seit dem letzten Monatsticker mit Quarantänen und positiven und negativen Tests. Ich hoffe, Ihnen geht's gut. Es sind wieder wahnsinnig viele Teilnehmer heute. Da freuen wir uns, wie jedes Mal natürlich. Und ja, wir wollen gar nicht lange weiter vorne wegreden. Wir würden gern starten wollen, aber auch heute sind wieder Zuhörer dabei, die uns zum ersten Mal oder die sich heute zum ersten Mal zugeschaltet haben. Deswegen werden wir uns noch mal ganz kurz für die Neulinge vorstellen. Genau, ich mache wie immer den Anfang. Mein Name ist Sabine Patzelt. Ich komme aus der Steuerberatungskanzlei in Bernburg. Dort haben wir einmal eine Schmidt und Partner GmbH, die ist für Gewerbetreibende, sprich Handwerker, Autohäuser, Einzelhändler etc. zuständig. Daneben haben wir noch eine Advisionskanzlei, das ist die Advitax GmbH, die beschäftigt sich mit allen Mandanten im Gesundheitswesen. Und neben der Kanzlei in Bernburg haben wir noch eine Niederlassung in Staßfurt zu finden. Dort ist die gleiche Konstellation. Da haben wir auch eine Schmidt und Partner GmbH und eine Advitax. Und zu meiner oder in der Mitte von uns auf dem Bild sehen Sie Maria Gast. Das ist unsere Partnerin, die sonst eigentlich auch immer bei dem Morgenticker mit dabei, Monatsticker mit dabei ist. Letztes Mal hatte ich schon gesagt, da konnte sie auch nicht teilnehmen. Sie ist ja frisch Mama geworden. Und das spannt sie immer noch so ein bisschen ein, sodass sie heute sich nochmal mit ausgeklinkt hat. Mal gucken, vielleicht ist sie beim nächsten Mal dabei. Sie kommt aus der Kanzlei in Roßlau, Freund und Partner, und wird betreut dort Gewerbetreibende und Genau. Ja, und dann noch kurz zu mir. Mein Name ist Simone Dico. Ich bin ebenfalls die dritte im Bunde Steuerberaterin und habe zwei Kanzleien hier in Dessau-Roßlau. Auch wie Frau Patzelt die Schmidt und Partner GmbH, die sich um alle gewerblichen Mandanten kümmert, also Handwerker, Industrieunternehmen, Versicherungsunternehmen etc. Und auch eine Advisionskanzlei, wo eben die Mandanten aus dem Gesundheitswesen betreut werden. Dann haben wir auch heute uns wieder Gäste eingeladen und dazu möchte ich als erstes ganz herzlich den Rechtsanwalt Jörg Hahn begrüßen. Herr Hahn, kommen Sie zu uns? da bin ich. Genau, da ist er. Hallo. Und stellen Guten sich Morgen. vielleicht selber vor. Guten Morgen, Herr Hahn. Ja, gerne. Kurze Vorstellung. Jörg Hahn, mein Name. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht. Sie sehen ja hier auf der Folie oder unsere Schwerpunkte hier in der Kanzlei in Erfurt. Wir sind hier vier Anwälte, ETR-Rechtsanwälte. Wir sind relativ gut vernetzt und eingebettet in die ETL-Steuerberatungsgruppe. Schwerpunkt örtlich ist Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt. Also wir decken den gesamten mitteldeutschen Raum ab, schwerpunktmäßig. Ja, Gesellschaftsrecht, das ist wie gesagt mein Thema, GmbH-Gründung. Wir haben auch einen starken Schwerpunkt im Arbeitsrecht hier in Erfurt. Also das sind auch die Gebiete, die ja von den Steuerberatern abgefragt werden, die eigentlich so die wichtigsten Rechtsgebiete sind. Und deswegen Genau. sind das natürlich auch unsere Schwerpunkte. Genau. Und wir haben heute auch noch einen zweiten Gast, die Frau Hochheim, die ist ja von Anbeginn mit dabei, die konnte heute terminlich nicht, aber nichtsdestotrotz freuen wir uns über Herrn Dr. Schlegel, der nachher, also in einer Dreiviertelstunde, zu uns stoßen wird. Er ist ebenfalls Rechtsanwalt, auch in der ETL-Rechtsanwaltsgruppe mit und dort auch der Geschäftsführer. Und der wird uns nachher auch nochmal ein paar Punkte näher bringen, die zum Thema Arbeitsrecht in Zeiten von Covid-19 wichtig für Sie sind. Und viele von Ihnen, die vielleicht schon auch bei den Präsenzseminaren immer dabei waren, die wir ja durchgeführt haben vor Corona, kennen ihn vielleicht auch schon, weil er da das eine oder andere Mal uns auch schon beglücken durfte. Ja, dann zeige ich Ihnen mal kurz, was heute die Themen sind, die wir uns für Sie überlegt haben. Also der Herr Hahn wird beginnen, und zwar mit einem ganz spannenden Thema, so wie ich das jedenfalls finde. Wir befinden uns in der Digitalisierung, im Bereich alles wird online erledigt. Also ist vielleicht auch ja klar gewesen oder auch schön, dass man eventuell jetzt über Online-GmbH-Gründungen nachdenken kann. Da wird er uns was zu erzählen. Und auch in dem Zusammenhang hat man
vereinfacht, dass man eben GmbH-Beschlüsse eben nicht mehr, wie man es früher gemacht hat, nur am runden Tisch miteinander unterschreiben kann, sondern eben dort auch sich angepasst an die Situation, die wir momentan ja haben. Dazu wird er uns auch noch etwas näher bringen. Hier die Bitte, dass wenn Sie hierzu Fragen haben, das gilt ja generell für die gesamte Veranstaltung, die können Sie mir im Chat immer schreiben. Ich sehe die dann auch. Speziell aber zu diesen zwei Themen bitte auch dann zeitnah, wenn Herr Hahn spricht, weil wenn er dann fertig ist, wird er uns dann auch aus dem Seminar verlassen und wir können die Fragen dann nicht am Ende nochmal klären. Also wer dann dort Fragen hat, bitte vorher schreiben. Wenn dann doch Ihnen hinterher noch was einfällt, ist das auch kein Problem. Dann leiten wir die Fragen an Herrn Hahn weiter und dann kriegen wir die aufgelöst, denke ich mal. Ja, dann wird Frau Patzelt uns wieder Aktuelles kurz und knapp näher bringen, was von Seiten der Finanzverwaltung wieder neu ist. Irgendwie haben wir manchmal so die Sorge, uns gehen dann die Themen irgendwann aus, aber zurzeit überschlägt sich's wieder. Im Januar dachten wir, naja, das ist halt Anfang des Jahres, da, wenn wir das erzählen, dann sind wir eigentlich durch für dieses Jahr. Aber auch im Februar sind wieder eine Menge Sachen neu dazugekommen, die wir Ihnen da näher bringen wollen. Dann kommt Herr Schlegel, stößt jetzt zu uns und wird uns nochmal ein paar Punkte zum Arbeitsrecht erzählen, ob das die Impfpflicht ist, ob das nochmal was zum Cook ist. Also verschiedene Themen hat er da vorbereitet. Dann werde ich Sie nochmal, ich hoffe nicht langweilen, sondern nochmal ein paar Punkte näher bringen zu den wirtschaftlichen Beihilfen, die wir jeden Tag in der Presse, in den Nachrichten hören, die es ja jetzt zurzeit gibt, die auch seit letzter Woche online freigeschalten sind, wie das jetzt sozusagen dann geht ab jetzt. Und dann wird zum Schluss Frau Patzelt uns noch mal was zu den Betriebskostenabrechnungen für das Jahr 2020 erzählen im Hinblick auf die Mehrwertsteuersenkung. Ich sehe gerade, ich habe noch einen Fehler auf der Folie. Die letzten Punkte habe ich nicht vergessen, vorne mit auf die Agenda zu schreiben. Und zwar werde ich Ihnen ganz zum Schluss noch erzählen, was Sie denn jetzt in dem Jahr 2021 an steuerlichen Unterlagen vernichten dürfen, also welche Jahre das dann betrifft. Das kommt dann als Letztes dann noch mal. Ja, dann freue ich mich jetzt, dass ich an den Herrn Hahn übergeben darf, dass er uns eben, wie gesagt, zu den zwei Themen Online-GmbH-Gründung und auch neue Gesellschafterbeschlussfassungsmöglichkeiten, so umschreibe ich das jetzt einfach mal, was erzählen kann und freue mich auch auf Ihre Fragen. Dann übergebe ich, Herr Hahn. Ja, vielen Dank, Frau Diko. Ja, es ist tatsächlich so, dass es eine Gesetzesinitiative gibt, dass die GmbH-Gründung schon ab diesem Jahr online möglich sein soll. Worum geht's? Frau Diko, wenn Sie mal die nächste Folie klicken könnten. Es gab schon im Jahre 2019, also im vorletzten Jahr, also vor Corona, das hat also mit Corona direkt eigentlich nichts zu tun, eine Digitalisierungsrichtlinie der EU. Die EU hat gesagt, Mensch, es müssen insbesondere Unternehmensgründungen viel leichter möglich sein. Also Abbau von Bürokratie ist da das Stichwort. Und die EU hat also gesagt, in der Richtlinie Unternehmensgründungen müssen jetzt digital auch möglich sein. Daraufhin gab es einen Entwurf aus dem Bundesrat vom Land Nordrhein-Westfalen, das ist also der NRW-Entwurf, der dann schon relativ gut ausformuliert war und der also vorsieht, dass im Gesellschaftsrecht und zur GmbH-Gründung digitale Werkzeuge, wie es da so schön heißt, angewendet werden sollen. Und ja, diesen Entwurf, wie gesagt, den gibt es schon länger. Und jetzt ganz aktuell, deswegen haben wir es jetzt heute auch nochmal auf die Agenda genommen, ganz aktuell, 10.2., also vor wenigen Tagen, in der letzten Woche, ist jetzt ein Regierungsentwurf, der damit auch schon durchs Kabinett gegangen ist, also ein Regierungsentwurf, also nicht mehr nur ein Referentenentwurf des zuständigen Ministeriums, sondern es ist ein Regierungsentwurf, der jetzt also schon direkt in den Gesetzgebungsprozess kommt. Und dieses Gesetz soll zum 1. August 2021, das ist auch eine Frist, die die Richtlinie vorschreibt,
in Kraft treten. Es gibt da noch leider eine kleine Hintertür, eine Verlängerung dieser Frist, die auch Deutschland für sich in Anspruch genommen hat. Also müssen wir noch mal gucken, ob das dann wirklich dieses Jahr kommt. Aber so ist momentan der Plan und ich sehe das auch als realistisch, dass das bis zum Sommer, also noch vor der Bundestagswahl, dann noch in Kraft treten kann. Da sehe ich eigentlich keine großen Hindernisse. Das einzige Hindernis, sehen wir gleich, ist eigentlich das Verfahren an sich und die Frage, ob technisch das tatsächlich auf die Reihe bekommen wird. Wie soll das genau laufen? Ich habe auch erst gedacht, super, Online-GmbH-Gründung heißt, es gibt eine Internetseite, es gibt ein Online-Portal, dort klickt man sich rein, man belastet seine Kreditkarte und schon hat man ein Zertifikat über seine neue GmbH. Nein, leider nicht. Es ist doch weiterhin erforderlich, dass ein Notar beteiligt wird. Die Notare haben sich da offensichtlich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, wollen da weiter mit beteiligt sein, obwohl die Notare, das weiß ich auch von den Notaren, mit denen ich zusammenarbeite, sich bisher immer gewehrt haben gegen diese Videobeurkundungen. Also die Ideen und die Konzepte, die liegen da eigentlich schon länger in der Schublade. Und die Bundesnotarkammer ist da immer nicht so richtig rangegangen und hat gesagt, nein, diese notarielle Beurkundung ist ganz wichtig und die muss mit Präsenz stattfinden. Und jetzt hat eben die EU-Richtlinie die Notare mehr oder weniger gezwungen, jetzt hier endlich mal zu Potte zu kommen. Ja, wie soll das genau aussehen? Das Gesetz beschreibt das eigentlich relativ klar im Beurkundungsgesetz. Dort gibt es also ergänzende Vorschriften. Und dort soll die Bundesnotarkammer ein Videokommunikationssystem anwenden. Das ist momentan in der Entwicklung, soweit man das hört. Muss ja auch, wenn das am 1. August schon in Kraft treten soll. Also es wird dann ein Videochat geben mit dem Notar. Man trifft sich also, so wie wir uns hier treffen, am Videochat-System mit dem Notar. Der Notar wird dann, wie man es bei einer normalen Beurkundung ja auch kennt, muss sich dann natürlich über die Identität der Beteiligten Gewissheit verschaffen. Das soll passieren über die Online-Funktion des Personalausweises. Das ist ja, denke ich, auch bekannt, dass es diese Funktion gibt. Die muss man dann natürlich freischalten. Und dann braucht man ein Kartenlesegerät oder ein NFC-fähiges Mobiltelefon. Das sind die zwei Wege. Und dann ist darüber einmal die Überprüfung der Identität durch den Notar möglich, aber auch die Leistung einer Unterschrift über eine elektronische Signatur. So soll das ablaufen. Dennoch kann der Notar, wenn er Zweifel hat, wenn er also sich nicht sicher ist, und ja, es ist ja natürlich auch so, die Geldwäschevorschriften sind deutlich verschärft worden. Da sind insbesondere auch die Notare und die Banken in der Pflicht, hier tatsächlich die Identität der Person zweifelsfrei festzustellen. Deswegen haben die Notare so eine Hintertür und können sagen, ja, Moment, nee, das ist mir zu vage hier und zu, ich habe da Zweifel. Und er kann dann das abbrechen und kann sagen, ich bestehe auf einer Präsenzbeurkundung. Sodass, ja, man dann sehen muss, wie das dann in der Praxis sich tatsächlich darstellt. Ich kenne Notare hier in Thüringen, ja, mehrere ganz gut und die wissen zum Teil davon noch gar nichts. Das sind meistens ja auch ältere Kollegen, die schon so langsam Richtung Rente gehen. Also da habe ich meine Zweifel, ob die das überhaupt machen. Verpflichtet, ja, ob man sie verpflichten kann, das wird man noch sehen dazu, zu diesen Online-Beurkundungen. Also da bin ich mal gespannt, wie das dann in der Praxis sich darstellt. Das Gesetz ist ja das eine, die Praxis ist ja was anderes. Also das wird sehr spannend sein. Ich denke mal, aber die jungen Notare, und es kommen ja einige Junge auch nach, die werden das sicherlich anwenden und ja, deswegen denke ich mal, wird man auch als Unternehmer in der Praxis davon Gebrauch machen können. Man ist ja dann auch nicht mehr gebunden an die örtlichen Gegebenheiten, sondern man kann ja dann bundesweit sich einen Notar auch aussuchen, wenn das dann über die Ferne möglich sein soll. Was ist dann eigentlich möglich konkret? Also nach dem Entwurf ist bisher so, dass nur die Bargründung möglich ist. Ist aber, denke ich, nicht schlimm, weil die Bargründung ist ohnehin in den allermeisten Fällen der Weg, der gegangen wird. Also die Sachgründung ist doch eher in der Praxis seltener geworden. Gibt es eigentlich aus meiner Sicht nur noch bei Umwandlungsfällen, bei Umwandlung nach dem Umwandlungsgesetz. Also von daher denke ich mal, kann man damit leben, dass nur die Bargründung möglich ist. Und was ein bisschen unlogisch sich darstellt, ist die Sache, dass nur die Gründung tatsächlich im Online-Verfahren bis jetzt möglich ist. Nur die Gründung,
spätere Änderungen zum Beispiel des Gesellschaftsvertrages, die sind dann online nicht möglich. Halte ich für ein bisschen unlogisch. Da muss man mal gucken, ob das so bleibt, ob das vielleicht dann noch im Gesetzgebungsprozess sich noch verändert. So ist es natürlich ein bisschen merkwürdig. Die Gründung kann ich online machen, alles andere später muss ich dann doch beim Notar präsent zeigen. Wichtig auch zu wissen, das steht jetzt nicht auf der Folie, es wird auch künftig, werden alle Handelsregisteranmeldungen, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Geschäftsführer ändere, die können auch online dann auf diesem Weg abgewickelt werden. Das ist auch Teil des Gesetzgebungspakets und das auch für meine Praxis ganz wichtig, die Abrufe aus dem Handelsregister, aus dem elektronischen Unternehmensregister sollen künftig kostenfrei sein. Da muss ich ja bis jetzt ein paar Euro bezahlen, 1,50 € für ein normales Dokument oder 4,50 € für einen Handelsregisterauszug. Das soll künftig kostenfrei sein. Das wird dann ersetzt. Die Finanzierung soll dann ersetzt werden über eine Umlage. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Da werden dann die Steuerberater entsprechende Rechnungen kriegen und dann wird die Frage sein, was ist denn das jetzt für eine Rechnung? Also da wird es dann so eine Umlage geben an alle, letztlich an alle Gesellschaften und Unternehmen, um das dann zu finanzieren. Ja, soweit dazu. Kommen wir zum nächsten Thema. Auch ein ganz spannendes Thema. Das hat jetzt wiederum mit Corona zu tun. Der Gesetzgeber hat schon im letzten Jahr, als die Corona-Krise losging, relativ schnell, ich meine, es war schon im März 2020, ein Gesetz erlassen. Das ist das Covid-19-Maßnahmengesetz. Dort gibt es Regelungen im Gesellschaftsrecht, unter anderem eine Regelung zum GmbH-Recht. Dort ist geregelt, den Gesetzeswortlaut haben wir hier mal kurz zitiert. Dort ist geregelt, dass man abweichend von Paragraph 48 Absatz 2 GmbH-Gesetz auch Beschlüsse in Textform oder durch schriftliche Stimmabgabe fassen kann, auch wenn nicht alle Gesellschafter damit einverstanden sind. Paragraph 48 Absatz 2 regelt nämlich, ja, das ist möglich, es müssen aber alle Gesellschafter damit einverstanden. Und davon weicht hier dieses Gesetz ab und sagt, ja, auch wenn nicht alle damit einverstanden sind, kann trotzdem schriftlich oder in Textform ein Gesellschafterbeschluss gefasst werden. Und ja, man hat natürlich damit erreichen wollen, dass also Gesellschafterversammlungen nicht in Präsenzform stattfinden müssen, dass man also das abwesend machen kann und also allein durch Abgabe der Stimmen oder in Textform dann Beschlüsse fassen kann. Damit wollte man also die Kontakte reduzieren. Ich habe dann aber damals gleich relativ schnell gesehen, da gibt es ein Problem. Paragraph 48 gilt nämlich nach der gesetzlichen Idee nur hilfsweise und zwar nur dann, wenn im Gesellschaftsvertrag nichts anderes geregelt ist. Und da ich schon viele hundert, wenn nicht sogar schon über 1000 GmbH-Gründungen gemacht habe und schon ganz, ganz viele Gesellschaftsverträge sowohl gelesen als auch selber gestaltet habe, weiß ich, dass in den meisten Gesellschaftsverträgen genau zu dieser Frage, wie fasse ich Gesellschafterbeschlüsse, wie geht das auch in Textform, muss ich mich treffen, kann ich davon abweichen, davon ist eigentlich in allen Gesellschaftsverträgen was geregelt. Unter anderem auch ja, in den Verträgen, die ich so mache. Frau Dico, die nächste Folie wäre jetzt schön. Genau, das ist jetzt so eine Regelung, die ich so verwendet habe bislang. Dort ist also in meinen Satzungen geregelt, dass Gesellschafterbeschlüsse auch in anderer Weise gefasst werden können, durch Telefonkonferenz, Videokonferenz, durch Abstimmung in Textform teilweise. Sind welche anwesend, teilweise durch externe Stimmabgabe. Und dann ist meistens dort geregelt, und dann lehnt man sich in den bisherigen Satzungen an das Gesetz eben an und sagt, naja, dazu müssen aber alle Gesellschafter ihre Zustimmung erklären. Weil natürlich das Gesetz eigentlich eine Versammlung, eine Präsenzversammlung vorsieht und eben nicht so mal schnell schriftlich soll man mal mitteilen, was man denn so haben möchte, sondern man soll sich treffen. Das ist die Grundlage des Gesetzes. Und davon abzuweichen, da müssten schon alle zustimmen. Das ist so eigentlich auch der Grundidee in allen, den allermeisten Gesellschaftsverträgen. Und ja, genau, das
Deswegen ist die Folge dieser Regelung im Gesellschaftsvertrag, wenn sie denn in den Verträgen sind, aber die allermeisten Verträge haben solche Regelungen, heißt dieses Covid-19-Maßnahmengesetz kommt gar nicht zur Anwendung, leider, streng genommen. Denn es gibt eben diesen Grundsatz des Vorrangs der Satzungsautonomie. Das heißt also, der Gesellschaftsvertrag ist immer vorrangig gegenüber dem Gesetz. Und es geht eben nicht andersrum, dass das Gesetz den Gesellschaftsvertrag aushebeln kann. Das verbietet wohl und wiederum das Gesetz. Und deswegen ist leider Gottes aus meiner Sicht diese gesetzliche Regelung im Covid-19-Maßnahmengesetz nicht praxistauglich. Man kann auch sagen, den Schuss in den Ofen. Das ist derzeit umstritten, muss man natürlich auch wieder sagen. Es gibt durchaus Auffassungen, die sagen, nee, das muss doch zur Anwendung kommen. Aber es gibt doch erhebliche Zweifel, kann man zumindest sagen, ob das tatsächlich bei entsprechenden Satzungsregelungen dann überhaupt angewendet werden kann. Deswegen rate ich in der Regel ab von der Anwendung dieser Regelung, wenn nicht alle einverstanden sind. Wenn alle einverstanden sind, ist alles gut. Dann kann ich tatsächlich hier vom Gesetz abweichen und kann auch durchaus schriftlich Beschlüsse fassen. Kann das also aus der Ferne machen, kann das verbinden mit einer Videokonferenz. Das empfehle ich sowieso immer, dass ich eine Videokonferenz mache und dann die Stimmabgaben in Textform, da reicht auch eine E-Mail aus, dann in Textform, dann die Stimme abgebe. Wenn alle einverstanden sind, alles kein Problem, wunderbar. Wenn aber Streit besteht zwischen den Gesellschaftern und es da eben keine Einigkeit gibt, dann ist das einfach zu gefährlich, weil dann der Gesellschafter, der natürlich immer dagegen ist, ja, den kann es ja geben, ein störender Gesellschafter, der wird dann natürlich gerichtlich dagegen vorgehen und dann haben sie eine Klage gegen einen Beschluss und dann hängt der in der Luft, das hilft natürlich überhaupt nicht. Was ist die Lösung? Ich empfehle dann immer, okay, mach doch grundsätzlich eine Präsenzvollmacht und wenn jetzt tatsächlich man Bedenken hat und man sich nicht treffen möchte, dann kann man mit Vollmachten arbeiten und dann muss eben der wie gesagt, nicht einverstanden ist, da muss man sich halt mit dem treffen, da muss man gucken, ob man entsprechende Abstände gewährleisten kann und Maskenpflicht dann entsprechend anordnen oder das vorgeben. Dann denke ich mal, ist das machbar, auch in Präsenzform. Die Vollmacht bedarf auch nur der Textform, das heißt also, die kann man auch im Zweifel sogar mit einer E-Mail erteilen oder per WhatsApp, das ist auch Textform. Also relativ einfach diese Vollmacht. Sogar bei Satzungsänderungen, die man wiederum ja beim Notar beurkunden muss, auch da kann man die Vollmacht in Textform erteilen. Also die Fälle sind lösbar. Wichtig für Sie zu wissen, wenn Sie überlegen, diese Regelung im Covid-19-Maßnahmengesetz anzuwenden, gucken Sie in die Satzung, schauen Sie, ob da was geregelt ist und im Zweifel sich nochmal fachkundigen Rat holen. Denn gerade wenn Gesellschafter nicht so mitspielt, wie man das möchte, dann denke ich mal, muss man sich entsprechenden fachkundigen Rat einholen, weil das dann einfach zu fehleranfällig und streitanfällig ist. Ja, dann sind wir, denke ich, schon durch. Ja, vielen Dank, Herr Hahn. Mehr haben wir nicht. Ja. Alles klar. Nee, ich denke aber, das war sehr interessant, weil es ja doch jetzt auch Themen sind, die einfach aufgrund der Pandemie schon nicht unwichtig sind. Und die Online-Gründung, wir werden mal sehen, wie sich das etabliert. Sie haben da recht, wenn ich an die Notarier in Dessau denke, die sind jetzt wirklich schon etwas älteren Datums, ob die das so wirklich machen wollen und machen. Wir werden es sehen, aber auch irgendwann gehen die in Rente und dann kommen neue, jüngere Notare, dann wird das sicherlich schon Einzug halten. Und ich glaube, da sind wir auch in der Pflicht, dass das sozusagen eigentlich umgesetzt werden muss, weil Digitalisierung ist nun mal im Kommen und so eben auch in diesem Bereich. Ja, dann danke ich Ihnen, Herr Hahn. Vielen lieben Dank. Gerne. Nach Erfurt zurück und bleiben Sie mir schön gesund und bis zu einem nächsten Mal. Vielen Dank. Alles klar. Danke auch. Bis dann. Jo, tschüss. Ja, dann kommen wir jetzt. Frau Patzelt hat sich schon zugeschaltet zum nächsten Thema. Sie kennen das unter der Rubrik Aktuelles kurz und knapp. Wird uns Frau Patzelt jetzt viele Sachen näher bringen, die
die Politiker, die Gesetzgebung uns aufgetragen hat, was jetzt umgesetzt werden soll oder auch schon teilweise umgesetzt worden ist. Und ja, dann würde ich mal das Wort übergeben. Genau, Dankeschön. Genau, es hat sich wieder einiges getan in der Zeit im letzten Monatsticker. Fangen wir mal mit dem Koalitionsausschuss an. Der hat getagt und hat aufgrund der anhaltenden Corona-Krise jetzt neue finanzielle und steuerliche Hilfen vereinbart. Das war am 3.2., also gar nicht so lange her. Was wurde geregelt? Zum einen wurde die Mehrwertsteuersenkung für die Gastronomie verlängert. Das heißt, im letzten Jahr war das ja so, dass die Gastronomie aufgrund der ersten Covid-Krise einen geminderten Steuersatz bekommen hat, beziehungsweise durfte dann auf die Speisen nur noch 7% Umsatzsteuer ausweisen statt 19%, egal ob in- oder außer Haus. Das wurde jetzt verlängert, weil natürlich die Gastronomie jetzt besonders betroffen ist von den Schließungen. Die haben ja gar nichts davon, dass die Inhouse-Umsätze nur mit 7% besteuert werden, weil die gibt es ja momentan nicht. Es gibt ja nur Außerhaus. Das hat die Regierung gemerkt und hat gesagt, gut, okay, dann werden wir diesen ermäßigten Steuersatz verlängern. Eigentlich wäre der nur bis 30. Juni diesen Jahres gegangen. Jetzt wurde das ausgeweitet auf 31. Dezember nächsten Jahres. Hoffen wir mal, dass das der Gastronomie auch zugutekommt. Wichtig ist natürlich, es bleibt bei der alten Regelung. Es gilt nur für die Speisen und nicht für die Abgabe von Getränken. Gastronomie ist da natürlich weit gefächert. Das heißt, es greift nicht nur bei den typischen Gaststätten, sondern auch die Catering-Unternehmen, Lebensmitteleinzelhändler, aber auch Bäcker und Metzger sind natürlich davon betroffen und können jetzt davon profitieren. Im nächsten Punkt wurde der steuerliche Verlustrücktrag erweitert. Und zwar war bisher die Grenze für den Verlustrücktrag von 1 Million auf 5 Millionen angehoben worden im letzten Jahr. Das wurde jetzt nochmal aufgestockt und nochmal verdoppelt. Das heißt, ein Verlustrücktrag für die Jahre für 2020 und 2021 darf jetzt bis zu 10 Millionen Euro betragen. Natürlich muss man dann gucken, man kann das natürlich nur mit Gewinnen verrechnen aus den Vorjahren. Das heißt, ob man für 2021 einen Verlustrücktrag auf 20 machen kann, steht noch in der Schwebe. Mal gucken, was dies Jahr bringt. Dann für die Kinder. Für die Kinder wurde nochmal ein Kinderbonus ins Leben gerufen, ähnlich wie im letzten Jahr. Diesmal sind das 150 Euro pro Kind, was zusätzlich zum Kindergeld ausgezahlt wird. Und geplant ist eine Auszahlung im Mai 2021. Es ist noch ein paar Monate hin, aber kommt. Dann hat man sich gedacht, gut, die Kulturschaffenden sind in der Corona-Krise auch besonders betroffen. Das heißt, man hat jetzt ein Neustart-Kulturprogramm bereits letztes Jahr ins Leben gerufen. Das wurde jetzt aber nochmal aufgestockt, um 1 Milliarde Euro erhöht. Damit will man natürlich erreichen, dass die Kultur, wenn das dann wieder losgeht, auch starten kann. Gefördert wird zum Beispiel Lüftungsanlagen, der Einbau von Schutzvorrichtungen, damit zum Beispiel Theater wieder stattfinden kann, Kino wieder stattfinden kann. Das wird jetzt umso mehr gefördert. Dann gibt es einen Corona-Zuschuss für die Grundsicherungsempfänger, um ihre Mehraufwendungen natürlich während der Covid-Krise auch ein bisschen zu unterstützen. Gibt es eine Sonderzahlung von 150 Euro einmalig pro Erwachsenen. Und was ausgeweitet wurde, war oder ist der erleichterte Zugang zur Grundsicherung. Es ist ja jetzt so, dass viele Selbstständige, Solo-Selbstständige doch während der Covid-Krise mächtig in Not geraten sind und gar kein Einkommen haben oder sehr weniges Einkommen. Und im letzten Jahr, wie gesagt, wurde das auch schon zugesichert, dass dieses Grundsicherungssystem für den erleichterten Zugang geschaffen wurde. Und das wäre jetzt eigentlich ausgelaufen und hat man jetzt nochmal aufgrund der aktuellen Krise auf 31. Dezember diesen Jahres nochmal verlängert. Genau, das war der Koalitionsausschuss. Dann hat die Bundesregierung auf ihren Corona-Gipfel eine Abschreibung für digitale Wirtschaftsgüter rückwirkend zum 1. Januar 2021 beschlossen. Was heißt das? Im Konkreten wurde jetzt beschlossen, dass alle digitalen Wirtschaftsgüter abgeschrieben werden, ähnlich eines geringwertigen Wirtschaftsgüters, und zwar eine Sofortabschreibung im Jahr der Anschaffung. Das gilt zum Beispiel für die Computerhardware, Drucker, Scanner, Bildschirm etc., aber natürlich auch von aller Arten von Software. Das heißt, alles, was jetzt in diesem Jahr angeschafft wird an digitalen Wirtschaftsgütern, kann sofort als Betriebsausgabe angesetzt werden.
gilt auch für diejenigen, die im Homeoffice arbeiten, die Arbeitnehmer zum Beispiel oder auch die Selbstständigen natürlich auch, die jetzt zusätzlich Technik anschaffen mussten oder die Arbeitgeber, die für die Arbeitnehmer, die zu Hause arbeiten müssen, extra Technik kaufen mussten, ist das natürlich sehr angebracht. So, was gab es noch? Es gab noch ein paar steuerliche Erleichterungen. Genau, auf der nächsten Folie. Im letzten Monatsticker hat man schon erzählt, dass ja in der Überlegung war, die Fristverlängerung für die Steuererklärung hinauszuschieben, weil ja natürlich durch diese Covid-Pandemie jetzt aktuell ja auch wir als Steuerberater jetzt gar nicht mehr so wirklich hinterherkommen, alles fristgerecht abzuarbeiten. Zum einen gibt es die vielen Hilfen, die beantragt werden müssen. Kurzarbeitergeld muss zusätzlich abgerechnet werden. Natürlich bleibt auch Quarantänefälle in den Kanzleien nicht aus, sodass die Bundesregierung natürlich gesagt hat, das müssen wir berücksichtigen. Und es war geplant, die Steuererklärungsfristen auf den 31.08., also um ein halbes Jahr nach hinten zu verschieben. Am Freitag hat der Bundesrat endlich zugestimmt. Das heißt, die Fristverlängerung ist jetzt amtlich. Alle Steuererklärungen können für 2019 bis zum 31.08.2021 erstellt werden, ohne dass Sanktionen drohen. Gleiches gilt natürlich auch für den Zinslauf. Es ist ja so, dass 15 Monate nach Entstehung der Steuern der Zinslauf beginnt gegenüber dem Finanzamt. Das würde ja nicht funktionieren. Da würde ja normalerweise im April starten für 2019. Und wenn man aber bis August Zeit hat einzureichen, passt das irgendwie nicht. Das hat der Gesetzgeber gemerkt und hat auch diese Zinslauffrist um 6 Monate verlängert. Das heißt, der Zinslauf beginnt dann am 1.10.21. Wichtig nochmal in dem Zusammenhang, die Offenlegung bei GmbHs für die Jahresabschlüsse 2019, die hätte eigentlich am 31.12.20 schon erfolgen müssen. Auch hier wurde die Covid-Krise so ein bisschen mit berücksichtigt. Das heißt, alle Veröffentlichungen bis 28.02.21 werden ohne Ordnungsgelder sanktioniert. Das heißt, die GmbHs haben für ihre Jahresabschlüsse 2019 Zeit bis zum 28.02., also bis zu diesem Monat. Ansonsten kriegt man ein Problem mit dem Bundesanzeiger. Ja, was gab es noch Neues? Herabsetzung der Sondervorauszahlung 2021 wurde für die Steuerpflichtigen geschaffen, die natürlich aufgrund der Corona-Krise wirtschaftlich und finanziell sehr angeschlagen sind. Die Sondervorauszahlung ist ja dafür da, dass man die Umsatzsteuervorauszahlung einen Monat verlängert, nach hinten raus beim Finanzamt anmelden und bezahlen muss. Dafür, um diesen Luxus, sage ich mal, zu haben, muss man ja immer ein Elftel der Summe der Vorauszahlung des letzten Jahres als Vorauszahlung leisten, was dann am Jahresende verrechnet wird. Da verzichtet das Finanzamt jetzt darauf. Für alle, die betroffen sind, die dürfen die Dauerfristverlängerung in Anspruch nehmen und müssen keine Sondervorauszahlung leisten. Das heißt, es wird eine Dauerfrist mit 0 abgegeben, mit 0 Euro. Was man natürlich beachten muss, dafür fällt natürlich die Anrechnung zum Dezember, also fürs nächste Jahr dann wieder weg. Wer jetzt, dadurch, dass die ja schon fällig war, die ist ja normalerweise am 10.02. fällig, die Sondervorauszahlung, wer das jetzt schon bezahlt hat und angemeldet hat und merkt, das Geld braucht man für andere Sachen und man ist wirklich von der Corona-Krise betroffen. Mein Tipp, machen Sie eine Korrektur oder lassen das von Ihrem Steuerbüro aus machen, eine Korrektur der Sondervorauszahlung, das funktioniert auch. Es gibt ein Freifeld in der Sondervorauszahlung, wo man dann die wirtschaftliche Ausnahmesituation nochmal erklären sollte, um halt darzustellen, dass man aufgrund der Covid-Krise den Erlass möchte. Die Rücklage für Ersatzbeschaffung wurde um ein Jahr verlängert. Ja, das ist auch ganz taufrisch. Mit Schreiben vom 13.01. hat das BMF diese Frist verlängert. Das heißt, für alle Wirtschaftsgüter, die nach dem 29. Februar 2020 und vor dem 1. Januar 2021, also das sprich in diesem Veranlagungszeitraum 2020 enden, wurde das alles um ein Jahr verlängert. Einfach aus diesem Grund. Viele sind jetzt wirtschaftlich gar nicht in der Lage, diese Ersatzbeschaffung durchzuführen und deswegen hat man das jetzt um ein Jahr verlängert. Gewerbesteueranrechnung 2020. Das hatten wir im letzten Monatsticker schon mal erzählt, dass das geplant war. Es ist auch durch. Das heißt, die Anrechnung der Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer betrug bisher bis zum Veranlagungszeitraum 2019 das 3,8-fache des Gewerbesteuermessbetrages.
Das wurde jetzt für den Veranlagungszeitraum ab 2020 erhöht. Das heißt, man darf jetzt das Vierfache des Gewerbesteuermessbetrages von der Einkommensteuer abziehen. Lohnt sich in den Gemeinden oder wenn man Sitz in den Gemeinden hat, wo man wirklich einen Gewerbesteuermessbetrag oder Hebesatz auf den Gewerbesteuermessbetrag von über 380% hatte, kann man mehr anrechnen, natürlich aber nur bis zum 400%igen Hebesatz. Danach geht leider wieder ein bisschen was verloren. Dann haben wir uns ein Thema rausgesucht, hat jetzt nicht wirklich was mit der Corona-Krise zu tun, ist auch eigentlich nichts Neues. Wir wollten es jetzt nur mal auf den Fokus legen, weil die Frist am 31.03. dafür abläuft. Und zwar kann man einen Antrag auf Erlass der Grundsteuer bei der zuständigen Gemeinde stellen. Das Finanzministerium in Sachsen hat extra nochmal in seinem Schreiben im letzten Jahr 2020, wo das mit der Corona-Krise anfing, nochmal klargestellt, die Frist wird auch nicht verlängert. Es bleibt bei dieser Ausschlussfrist, die nicht verlängerbar ist, also bei dem 31.03. Was kann man beantragen? Man kann den Erlass der Grundsteuer beantragen bei Betrieben in der Land- und Forstwirtschaft, aber auch bei bebauten Grundstücken. Das heißt, unbebaute Grundstücke fallen da nicht drunter. Wann kann ich das beantragen? Voraussetzung für den Erlass der Grundsteuer ist, dass sich der normale Rohertrag des Grundstückes um mehr als 50% gemindert hat und der Steuerschuldner, also Sie als Steuerpflichtiger, die Minderung des Rohertrags gar nicht zu verantworten hat. Also das kann sein durch ich sag mal, einen unverschuldeten Schaden, einen Feuerschaden oder eine Wertminderung, weil vielleicht der Boden verunreinigt wurde, wie auch immer. Genau. Der Erlass der Höhe, das ist eine Pauschale. Es werden 25% des normalen Rohertrags gemindert, wenn ich mehr als 50% nachweisen kann für die Minderung. Und weise ich eine 100%ige Ertragsminderung nach, kann ich meine Grundsteuer um 50% erlassen. Wie gesagt, die Frist endet am 31.03.2021 und das müssen Sie bei Ihrer zuständigen Gemeinde beantragen, dort, wo Sie praktisch auch den Grundsteuerbescheid herkriegen. Und natürlich müssen Sie darauf achten, dass das natürlich begründet werden muss, nachgewiesen werden muss, wie die Minderung zustande gekommen ist. Und man sollte natürlich auch darauf achten, dass das Finanzamt diesen Grundsteuerwert fortschreibt für den Einheitswert. Denn ich denke mal, dass diese Minderung nicht nur für das eine Jahr jetzt greift, sondern wahrscheinlich auch für die Folgejahre. Und damit das dann Bestand hat, muss es in dem Einheitswert beschrieben sein. Genau, ich denke, das war ein kurzer Überblick, kurz und knapp. Wir werden mal gucken, was sich bis nächsten Monat wieder alles ergibt. Wir schauen mal. Genau, vielen Dank, Frau Patzelt. Ich habe noch mal zwei, drei Fragen. Okay. Die mir in dem Zusammenhang nochmal auch aufgefallen sind oder eingefallen sind. Sie hatten ja vorhin gesagt, diese Herabsetzung der Sondervorauszahlung ist ja möglich. Wie sind denn da jetzt Ihre Erfahrungen bisher mit der Finanzverwaltung? Also, Sie sind ja Finanzamt Bitterfeld und wir sind ja schon in Dessau unterwegs oder Finanzamt Staatsfurt bei Ihnen dann auch, genau. Wie dort die Finanzämter so ticken mit der Begründung, die man ja sozusagen einreichen muss. Also ich kann mich noch erinnern, im letzten Jahr, da hat sozusagen gereicht, wenn man einfach das Stichwort Corona dazu geschrieben hat. Wie sind denn da jetzt so Ihre Erfahrungen? Muss das schon ausführlicher erklärt werden oder reicht das auch so lapidar? Naja, man muss schon begründen, warum man davon betroffen ist. Wir haben es natürlich jetzt nur für Mandanten beantragt, wo wir wirklich sagen, ja, das funktioniert nicht, dass wir nun größtenteils Gastronomiebetriebe, die jetzt wirklich geschlossen haben, aber auch die Friseure, die wirklich geschlossen haben und gar keine Einnahmenquellen haben. Wir haben es dann immer auch mit der Branche begründet. Natürlich, ich denke mal, das Einfache nur noch Covid-19 vorschieben ist, wird langsam schwierig beim Finanzamt, das sind unsere Erfahrungen. Insofern man das gut erläutert und die Branche und vielleicht auch, dass man von Schließung, betroffen ist. Genau, dann ist es umso einfacher. Ich denke mal, wie gesagt, wir haben es für Mandanten, wo es eindeutig ist, wo wir sagen, das ist nicht
betroffen, gar nicht erst versucht. Also da kann ich jetzt keine Erfahrungen sagen, ob man das irgendwie hintenrum austricksen kann. Ich kann immer nur empfehlen, für diejenigen, bei denen das laufend alles normal ist, man muss natürlich berücksichtigen, wenn man jetzt die Sondervorauszahlung in diesem Jahr nicht bezahlt, fehlt der Abzug natürlich im Dezember bei der Umsatzsteuervorauszahlung, was im ersten Schritt nicht verkehrt ist. Aber dafür muss ich ja dann im nächsten Jahr wieder die Sondervorauszahlung leisten. Also es ist dann nur aufgeschoben. Und wer es jetzt kann, sollte das wahrscheinlich erstmal bezahlen. Man kann immer unterjährig auch die Sondervorauszahlung wieder auf Null beantragen. Das ist ja möglich. Ja, genau. Also das ist auch meine Erfahrung hier im Finanzamt Dessau oder auch Wittenberg, was wir ja auch häufiger mit im Boot haben. Die sind jetzt mittlerweile schon mehr auf eine plausible Erklärung erpicht und lassen das nicht einfach so durchrauschen. Dasselbe gilt ja auch für Stundungsanträge, die man stellen kann weiterhin. Aber ich muss eben schon plausibel erklären und betroffene Branchen, die jetzt zu sind, ist gar kein Problem. Aber der eine oder andere versucht ja dann doch schon immer mal so ein bisschen tricksen, möchte ich nicht unbedingt sagen, aber zu verschieben. Und das ist in diesem Jahr schwieriger. Also das muss man ganz klar so sagen. Ne? Genau, okay. Und wie gesagt, das also, Verschieben muss man halt auch mit Bedacht tun. Also Das nützt nichts, wenn man schiebt und nachher steht man Ende des Jahres oder Mitte des Jahres dann wieder da und weiß nicht wie. Ja, genau. Super, vielen lieben Dank. Und wie eine Punktlandung habe ich gerade gesehen, dass der Herr Dr. Schlegel sich dazugeschalten hat. Dann muss ich nicht das Thema Arbeitsrecht erzählen, was ich überhaupt nicht kann und nicht in meinem Metier liegt. Also herzlich willkommen, Herr Dr. Schlegel, zu unserem Monatsticker. Vielleicht stellen Sie sich auch am Anfang noch mal kurz vor. Ich habe zwar vorhin kurz was zu Ihnen gesagt, aber bei Weitem nicht so, wie Sie es machen würden. Und dann würde ich auch das Wort gerne an Sie übergeben, weil wir ja schon auch Themen haben, die unsere Zuhörer für sehr wichtig erachten, und ich habe auch schon Fragen reingekriegt, obwohl sie noch gar nicht da waren, zum Thema Arbeitsrecht. Und ja, jetzt ist er erstmal weg. Mal gucken, ob er gleich wiederkommt. Herr Dr. Schlegel. Jetzt ist er gerade fort. Da ist er wieder. Herr Schlegel, alles gut? Kurze Störung, alles gut. Ja, ich habe Sie alles gehört. Gut. Ich soll mich vorstellen, habe ich noch mitbekommen. Genau. Und dann war alles aus. Gut. Dann stellen Sie sich vor und dann würde ich gerne das Wort auch an Sie übergeben wollen, Herr Dr. Schlegel. Ja, vielen Dank, Frau Diko. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich heute Morgen da sein darf, um Ihnen etwas zu erzählen zu einem Thema, von dem wahrscheinlich viele sagen, oh, und jetzt kommt auch noch Arbeitsrecht. Ich hoffe, dass ich Ihnen ein paar nützliche Tipps und Tricks mit auf den Weg geben kann. Ganz kurz zu meiner Person, alles andere kann auch ohne weiteres gegoogelt werden. Mein Name ist Uwe Schlegel, ich bin Rechtsanwalt und trage zum Thema Recht regelmäßig vor, im Moment natürlich nur online. Ich bin Geschäftsführer der ETL Rechtsanwälte GmbH. Ich glaube, Sie haben heute schon meinen Kollegen erlebt, den Rechtsanwalt Jörg Hahn aus Erfurt. Selbe Kanzlei, selbe Gesellschaft, nur mit unterschiedlichen Spezialisierungen. Ja, dann denke ich, können wir auch schon mit dem Thema beginnen. Arbeitsrecht in Zeiten von Covid-19. Das ist an sich etwas, da könnten wir jetzt 5, 6, 8, 10 Stunden sprechen. Die Zeit haben Sie nicht mitgebracht. Nur so ein paar Themen auszugsweise, die uns in letzter Zeit besonders viel beschäftigen. Erste Frage: Müssen sich Arbeitnehmer impfen lassen? Zum Thema Impfen haben wir auf unserer Internetseite der ETL Rechtsanwälte umfangreich Fragen beantwortet. Sind insgesamt inzwischen 30 Fragen, die wir beantwortet haben. Darunter auch diese Frage: Müssen sich Arbeitnehmer impfen lassen? Ich führe es ganz kurz für Sie jetzt aus. Die Antwort lautet: Jein. Jein. Vom Grundsatz her, das wissen Sie, gibt es in Deutschland prinzipiell keinen Impfzwang. Wenigen Ausnahmen sind hier nicht erläuterungsbedürftig, Stichwort Masern, aber ansonsten
gibt es keinen Impfzwang und auch gegen das Coronavirus muss man sich nicht impfen lassen. Gibt keinerlei rechtliche Vorgaben insoweit. Warum ich trotzdem Jein geantwortet habe, liegt daran, dass es nach meiner Auffassung einen mittelbaren Zwang zur Impfung wird geben können. Das ist wahrscheinlich branchenabhängig und auch abhängig von der Beschäftigung eines einzelnen Arbeitnehmers. Aber ich kann mir ohne weiteres vorstellen, dass es auf die Dauer schwierig werden wird, in einem Krankenhaus zu arbeiten, bei einem Pflegedienst tätig zu sein oder Ähnliches, ohne geimpft worden zu sein. Da wird es, meine Befürchtung, Probleme geben können. Das heißt, der Arbeitgeber wird sagen, ich kann dich Arbeitnehmer im ungeimpften Zustand nicht mehr einsetzen oder auch nur teilweise einsetzen. Und dann ist eben die Frage, ob daraus nicht, ich sag's nochmal, mittelbar ein Impfzwang, ein Zwang zur Impfung erwächst. Das glaube ich allerdings schon. Das wird aber die Zeit mit sich bringen. Das können wir heute leider Gottes, wie vieles andere auch, nicht abschließend klären. Ja. Dann haben wir den nächsten Punkt. In dem Kontext passt das, glaube ich, ganz gut. Was, wenn der Arbeitnehmer gegen gültige Hygieneregeln verstößt? Mich erreichen jeden Tag Anrufe von besorgten, zu Recht besorgten Arbeitgebern. Was machen wir, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich nicht an die Hygieneregeln halten? Also sich in der Küche im Büro mehr Personen aufhalten, als sich aufhalten dürfen, wenn keine Gesichtsmaske getragen wird, obwohl das unter den konkreten Umständen vorgeschrieben ist und so weiter. Prinzipiell ist Gesundheitsvorsorge private Angelegenheit eines jeden Arbeitnehmers und geht den Arbeitgeber nichts an. Hier ist das aber anders. Denn das berührt unmittelbar auch das Arbeitsverhältnis und insbesondere in den Berufen, in denen es doch sehr stark auch darauf ankommt, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre beispielsweise Patienten oder Kunden allgemein schützen. Ja, da betrifft das schon auch das Arbeitsrecht. Und um es kurz zu sagen, ein Verstoß gegen Hygieneregeln kann abgemahnt werden und kann dann auch im Weiteren gegebenenfalls zu einer ordentlichen oder gar außerordentlichen fristlosen Kündigung führen. Das ist durchaus denkbar. Insofern, das ist gerade in der Situation, in der wir uns augenblicklich befinden, kein Kavaliersdelikt. Ja, dann ein weiteres Thema, das uns in den letzten Wochen sehr stark beschäftigt hat und immer noch beschäftigt, das Zusammentreffen von Urlaub und Quarantäne. Wenn sich ein Arbeitnehmer im Urlaub befindet, ist er von der Arbeitspflicht befreit. Wenn jetzt in die Zeit des Urlaubs eine Quarantäne fällt, weil während des Urlaubs kommt heraus, dass sich der Arbeitnehmer infiziert hat und das zuständige Gesundheitsamt ordnet Quarantäne an, dann hat das grundsätzlich einmal zur Folge, dass der Arbeitnehmer ja losgelöst vom Urlaub nicht mehr arbeiten darf und nicht mehr arbeiten muss. Frage: Wird jetzt dem Arbeitnehmer der Urlaub gutgeschrieben, so wie wenn er im Urlaub arbeitsunfähig erkrankt, oder ist das Pech für den Arbeitnehmer? Sehr unbefriedigend aus meiner Sicht und Sie werden es vermutlich genauso sehen. Leider ist diese Frage nicht abschließend geklärt und es gibt Juristen, die vertreten die eine und es gibt Juristen, die vertreten die andere Auffassung. Ich bin der Meinung, dass wenn in die Zeit des Urlaubs eine Quarantäne fällt, dass das dann Pech des Arbeitnehmers ist. Ob ich mit dieser Auffassung am Ende des Tages recht behalten werde, weiß ich nicht. Aber das ist meine Überzeugung, die ich daraus ableite, dass es im Gesetz eine Ausnahmevorschrift gibt. Diese Ausnahmevorschrift beschreibt die Situation krank im Urlaub. Das ist aber etwas anderes als Quarantäne im Urlaub. Und da man eine Ausnahmevorschrift in der Regel eng auslegt, also nicht ohne weiteres auf weitere Fälle
ausdehnen darf, begründe ich eben genau so meine Überzeugung. Aber damit kann ich am Ende des Tages auch falsch liegen. Wie gesagt, unbefriedigend. Eines Tages werden es die Arbeitsgerichte abschließend klären müssen. Zurzeit ist die Frage nicht endgültig geklärt. Sie ist umstritten, wie Juristen das formulieren. Ja, auch ein ganz bitteres Thema, notwendige Zustimmung des Arbeitnehmers zur Kurzarbeit. Soweit Sie von Kurzarbeit betroffen sind, wissen Sie, muss der Arbeitnehmer der Kurzarbeit zustimmen. Ohne Zustimmung des Arbeitnehmers gibt es keine Kurzarbeit. Ja, wir haben vielleicht knapp 20 Fälle bisher bei den Arbeitsgerichten gehabt, in denen haben dann Arbeitnehmer bzw. deren Anwälte sich darauf berufen, dass die Zustimmung des Arbeitnehmers zur Kurzarbeit zwar erfolgte, aber nicht wirksam gewesen ist, weil die Erklärung, die der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber vorgelegt bekommen hatte, den gesetzlichen Anforderungen nicht genügt. Ich habe die schlechte Nachricht für alle Arbeitgeber, dass nicht in einem einzigen Fall, den wir vor den Arbeitsgerichten in ganz Deutschland verhandelt haben, dass nicht in einem einzigen Fall das Arbeitsgericht die Erklärung des Arbeitnehmers als wirksam erachtet hat. In allen Fällen, ohne jede Ausnahme, ist das Arbeitsgericht zu der Überzeugung gelangt, dass die Erklärung des Arbeitnehmers unwirksam war, aus den unterschiedlichsten Gründen. Ich habe manche dieser Erklärungen selbst gesehen, Gott sei Dank nicht selbst verfasst. In nicht einem einzigen Fall ist unsere Erklärung, die wir auf unserer Internetseite eingestellt haben, einem Arbeitsgericht vorgelegt worden. Dann könnte ich Ihnen heute auch sagen, ob unsere Erklärung voll wirksam ist, aber die ich gesehen habe, waren zum Teil scheußlich. Die Arbeitgeber sind jetzt ein bisschen irritiert, das kann ich auch verstehen, weil die sagen, wieso, die Bundesagentur für Arbeit hat die Erklärungen akzeptiert, wir kriegen ja Kurzarbeitergeld auf der Grundlage der Zustimmungserklärung des Arbeitnehmers. Und da muss ich sagen, ja, das sind aber zwei verschiedene Paar Schuhe. Denn das eine ist die Rechtsbeziehung zwischen dem Arbeitgeber einerseits und der Bundesagentur für Arbeit andererseits. Und worüber ich jetzt spreche, das ist das Arbeitsverhältnis. Und ob das arbeitsrechtlich wirksam ist, das ist unter Umständen anders zu beurteilen als die Frage, liegt eine für die Bundesagentur für Arbeit wirksame Zustimmung vor? Also das eine darf man mit dem anderen nicht verwechseln. Von daher aufpassen, wenn Sie noch einmal in die Not kommen, eine Zustimmungserklärung des Arbeitnehmers zu benötigen. Unter Umständen brauchen Sie ja auch mehrere Erklärungen, wenn was notwendig ist, die Erklärung einen bestimmten Zeitraum erfasst, ja, dann nehmen Sie vielleicht doch ein sorgfältig geprüftes Exemplar der Zustimmungserklärung eines Arbeitnehmers. Wie gesagt, auf unserer Internetseite ist ein Exemplar zum kostenfreien Download eingestellt. Ja, das waren die Punkte kurz und knapp, Frau Diko. Ich hoffe, das ist verständlich rübergekommen. Und wenn nicht, dann glaube ich, haben wir jetzt noch die Chance, Sie und ich Fragen beantworten zu dürfen. Genau, also ich habe es sehr gut verstanden und ich gehe mal davon aus, so schön, wie Sie das erklärt haben, werden das die Zuhörer auch verstanden haben. Und es sind auch, wie gesagt, schon Fragen da, die würde ich Ihnen gerne soweit stellen. Und zwar ist eine Frage reingekommen, wo nochmal gefragt wird, wenn man nun trotzdem trotz kündigen muss, muss man dann das bisher erhaltene Kurzarbeitergeld zurückzahlen? Vermutlich in den allermeisten Fällen nein. Möglicherweise haben Sie als betroffener Arbeitgeber in den letzten Tagen Schreiben der Bundesagentur für Arbeit bekommen. Da wird darauf aufmerksam gemacht, dass es nach dem Ende der Kurzarbeit eine Überprüfung geben wird, weil alle Bescheide in diesem Bereich nur vorläufig sind. Und dann wird die Bundesagentur für Arbeit auch einen Gesichtspunkt prüfen, den man nicht unterschätzen darf. Die Bundesagentur für Arbeit wird schauen, ob dem Unternehmen durch die Kurzarbeitergeldregelungen wirklich geholfen werden konnte oder ob nicht dieses Unternehmen
noch während des Bezugs von Kurzarbeitergeld im Grunde genommen, ich sage es mal ganz bös, brutal dem Tode geweiht war. Also ein Unternehmen, das im Grunde genommen nur durch Kurzarbeitergeld noch über Wasser gehalten werden konnte. Da könnte es kritisch werden. Aber allein die Tatsache, dass ein Arbeitgeber sich entscheidet, nun ein Arbeitsverhältnis zu kündigen, das alleine für sich genommen führt nicht zu einer Verpflichtung, Kurzarbeitergeld erstatten zu müssen. Okay, dann habe ich die nächste Frage. Mal gucken, weil es so klein ist hier. Ist es richtig, dass man bei Kurzarbeit 100% für jeden dieser 100% Ausfallmonate 2 Tage Urlaub streichen kann? Die 2 Tage kann ich nicht bestätigen, weil die 2 Tage sind natürlich nur richtig bei 24 Tagen Urlaub im Jahr, logischerweise. Ja. Aber ansonsten gebe ich recht, das ist die sogenannte herrschende Meinung unter den Juristen. Auch dieser Punkt ist bis heute nicht abschließend geklärt. Aber das ist die überwiegend vertretene Auffassung. Um jeden vollen Monat kann der Urlaubsanspruch um 1/12 gekürzt werden. Und wenn das 1/12 bei der Fragestellerin eben die 2 Tage sind, dann sind es 2 Tage. Ja. Aha, okay. Dann die nächste Frage. Schließt eine Einigung auf eine Abfindung die Kündigungsfrist aus oder kann der Arbeitnehmer trotzdem klagen und auf die ihm zustehende verlängerte Kündigungsfrist durch Betriebszugehörigkeit pochen? Ist jetzt nicht also, so unbedingt Cook, aber. Das hat jetzt mit Cook nichts zu tun. Nein. Ist eine allgemeine Frage aus dem Kündigungsrecht. Man kann nicht auf Abfindung klagen. Das ist ein weit verbreitetes Missverständnis. Niemand kann auf Abfindung klagen. Es gibt ein paar Ausnahmefälle, die sind aber jetzt hier nicht weiter interessant. Die spielen keine Rolle. Ich müsste die Vereinbarung sehen, um es mal kurz zu machen. Ich müsste die Vereinbarung sehen, dann kann ich alles weitere beurteilen. So jetzt auf die Ferne ist das mir leider nicht möglich, die Frage abschließend zu beantworten. Okay, das gilt dann wahrscheinlich für die 2. Frage, weil das war dieselbe Fragestellerin. Die hatte noch geschrieben, sollte es zu einer Privatinsolvenz oder Schließung der Firma kommen, bleiben dann die Ansprüche der Arbeitnehmer auf Betriebszugehörigkeit, also Kündigungsfristen, bestehen. Das ist schwierige Frage. Auch diese Frage kann man nicht mit Ja und Nein beantworten, weil da spielen jetzt auch insolvenzrechtliche Gesichtspunkte eine Rolle. Der Insolvenzverwalter kann unter Umständen mit einer verkürzten Kündigungsfrist kündigen. 3 Monate ist dort die Höchstkündigungsfrist. Aber wie gesagt, das ist jetzt ein Einzelfall, den muss man spezifisch betrachten. Ja, okay. Gut, das waren erstmal soweit die Fragen. Ich hatte Sie ja, ich weiß, ich möchte das jetzt auch gar nicht thematisieren, ich möchte nur überleiten auf Ihre wunderschöne Homepage mit Ihren vielen Fragen, die Sie ja dort vorhin auch schon erwähnt hatten und vor allem den schönen Antworten, weil wo ich mit Ihnen die Themen besprochen hatte, Urlaub, Quarantäne, hatte ich auch gesagt, Mensch, können wir denn nicht über Krankheit und Quarantäne, was zählt, zuerst reden? Und dann haben Sie gesagt, boah, hören Sie auf, weil das ist so richtig gar nicht geregelt. Aber das ist vielleicht ein Punkt, um nochmal auf Ihre Fragen antworten, auf Ihrer Homepage zu verweisen, die ja für jedermann auch zugänglich ist, wo man eben wunderschön nochmal nachlesen kann. Vielleicht können Sie da nochmal kurz was zu sagen. Ja, vielleicht so viel dazu. Die Quarantäne als solche setzt ja keine Krankheit voraus, sondern bei einer Quarantäne im eigentlichen Sinne ist jemand verdächtig, das Virus zu tragen, beziehungsweise eine Gefahr darzustellen für andere, weil er Virusträger ist. Für diesen Fall gibt es Spezialregelungen im IFSG, das ist die Abkürzung für das Infektionsschutzgesetz. Der Beitrag wird in diesen Tagen nochmal aktualisiert bei uns und wird dann auch in aktualisierter Form hochgeladen. Der ist aber heute schon im Netz. Fragen zum IFSG und Antworten zum IFSG. Wenn jemand erkrankt ist, also wenn jemand jetzt dann wirklich krank wird, weil er nachgewiesen sich das Virus eingefangen hat, dann greifen die Regeln der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Und da gibt es dann schon auch Unterschiede, weil nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz muss der Arbeitgeber 100% der Vergütung weiter entrichten und hat ja nur begrenzte Möglichkeiten im Umlageverfahren einen Teil des Gezahlten wiederzuerlangen, während er beim IFSG das Nettoarbeitsentgelt zu 100% erstattet bekommt. Ja. Also ne, da gibt es dann schon Unterschiede,
zwischen beiden Dingen. Und deswegen bräuchten Sie für den Fall Quarantäne die Fragen und Antworten IFSG und zum Fall Krankheit durch Coronavirus ausgelöst, brauchen Sie die Fragen und Antworten zum Arbeitsrecht. Beides haben wir bei uns auf der Internetseite sehr ausführlich dargestellt. Was dann noch komplizierter ist, Frau Diko, ich hatte schon befürchtet, Sie wollten mich das fragen. Ja, wie ist es, wenn Krankheit und Kurzarbeit zusammentreffen? Ah, Hilfe. Ja, das sind die Fragen 23 und 24 bei einem Kurzarbeitergeld, Fragen und Antworten. Da antworte ich inzwischen nur noch so pauschal, 23 und 24, weil ansonsten müsste ich Ihnen jetzt 15 Minuten was vorlesen. Das sprengt A, Ihre Veranstaltung und B, langweilt die Zuhörerinnen und Zuhörer. Nein, hatte ich nicht vor. Aber guter Danke. Hinweis, dass Sie das gegeben haben. Dann können die Zuhörer dort auch gerne nochmal nachlesen. Ja, gerne. Dass man da auf Ihrer Seite eben ganz viele Informationen dann dazu auch findet. Ja, ja, dann danke ich Ihnen, Herr Dr. Schlegel, dass Sie uns zur Verfügung gestanden haben in diesem Monatsticker. Und ich grüße Sie ganz doll nach Köln zurück und wünsche mir, dass Sie gesund bleiben, so wie alle anderen natürlich auch. Und vielen lieben Dank nochmal an Sie. Bleiben Sie negativ. Genau. Tschüssi. Tschüss. Ja, dann kommen wir nach dem Ausflug zum Arbeitsrecht zum nächsten Thema, was ich Ihnen eingangs ja schon erwähnt hatte, zu den Wirtschaftshilfen in Zeiten der Corona-Pandemie. Ich möchte Sie damit auch um Himmels Willen nicht langweilen. Ich hatte ja in der letzten Veranstaltung, bin ich ja dort auch schon sehr ausführlich drauf eingegangen. Aber die sogenannte Überbrückungshilfe 3, auf die ja viele, viele Unternehmer jetzt eigentlich wochenlang gewartet haben, die ist seit dem 10. Februar, also sprich vor genau einer Woche, online gegangen. Das heißt, auf der Seite unter überbrückungshilfe-unternehmen.de, dort kann man die seit dem 10. Februar rein theoretisch beantragen. Ich sage bewusst rein theoretisch, weil auch mit diesem Datum erst die sogenannten FAQs, also wie und wer bekommt sozusagen diese Überbrückungshilfe 3 final aufgeschrieben worden sind, wobei das mit dem Final auch nicht so ganz stimmt, weil das wird auch täglich, wöchentlich angepasst und was gestern richtig war, das muss morgen nicht mehr stimmen. Das macht es nicht gerade einfach. Und aus diesem Anlass möchte ich doch noch mal darauf eingehen, wie sozusagen die Überbrückungshilfe 3 jetzt zu beantragen ist. Sie können sich daran erinnern, ich hatte im letzten Monatsticker auch erzählt, wir haben ja seit 2. November eigentlich diesen Lockdown, zumindest beginnend. Dort waren ja Unternehmen betroffen, wie zum Beispiel Gastronomie und Hotellerie, die schon ab dem 2. November schließen mussten ja auch heute noch geschlossen bleiben müssen. Und die haben sozusagen die sogenannten November- und Dezemberhilfen beantragen können und sind für die Bereiche dann aber eben auch für die Überbrückungshilfe 2 ausgeschlossen gewesen, die ja bis einschließlich Dezember gegolten hat. Jetzt haben wir aber ja die Situation, dass auch im Dezember dann weitere Unternehmen, zum Beispiel der Einzelhandel, die Friseure etc. auch schließen mussten. Und die kommen eben nicht in diese sogenannte November- und Dezemberhilfe rein, sondern für die hat man ein neues Instrument geschaffen, das eben die Überbrückungshilfe 3 betrifft, die grundsätzlich eigentlich erst ab Januar 21 gilt, und zwar dann bis zum Juni 21, zumindest momentan. Und hat aber hier die Erweiterung vorgenommen und hat gesagt, naja, natürlich müssen wir auch die Unternehmen mit berücksichtigen, die eben auch schon im Dezember in den Lockdown mussten und schließen mussten. Das heißt, auch die Überbrückungshilfe 3 gilt sozusagen für November und Dezember 2020 analog. Im letzten Monatsticker hatte ich Ihnen noch, ich glaube, es waren 6 Zugangsvoraussetzungen, wann man wie, warum, mit welcher Förderhöhe in diesen Topf reingehen könnte, und habe Ihnen da auch näher gebracht und habe gesagt, das ist eigentlich nur Wahnsinn, weil ich habe es einen Tag vorher schon fast in die Ecke schmeißen wollen, weil ich gesagt, das versteht ja kein Mensch. Wahrscheinlich haben Sie das gemerkt und haben das jetzt wirklich vereinfacht und haben jetzt als einzige Zugangsvoraussetzung noch
einen Punkt gelassen, und zwar, dass ich einen Umsatzeinbruch in diesen betroffenen Monaten haben muss in Höhe von 30% im Vergleich also das ist die Regel sozusagen, Vergleich Referenzmonat aus dem Jahr 2019, also nicht 2020, zumindest nicht, wenn es die Regel ist, sondern das Jahr vor der Pandemie, also 2019. Und hat sozusagen das vereinfacht, weil wer sich noch ans letzte Mal erinnern kann, da war was mit 40% und mit 50% und weiß ich nicht. Also das war schon relativ schwierig. Ne? Das heißt, jetzt haben wir noch die Eingangsvoraussetzung 30%. Ich erkläre Ihnen gleich auch noch so ein paar Details dazu. Und auf dieser Folie sehen Sie ganz rechts auch noch die sogenannte Neustarthilfe. Und zwar ist es hier der Fall, dass wenn es sich um sogenannte Solo-Selbstständige handelt, das heißt, es gibt keine Arbeitnehmer oder ich habe nicht mindestens einen Arbeitnehmer. Das würde bedeuten, ich hätte zum Beispiel auch einen Minijobber, der ist ja kein vollwertiger Arbeitnehmer. Das heißt, dann würde ich hier auch mit reinfallen. Der kann aus Vereinfachungsgründen die sogenannte Neustarthilfe beantragen. Wenn er denn einen Umsatzeinbruch hat von mindestens 60% gegenüber eben dem Referenzmonaten aus 2019. Das ist etwas anders. Die Neustarthilfe und auch vereinfacht im Gegensatz zur Überbrückungshilfe. Die Überbrückungshilfe ist ein Fixkostenerstattungsverfahren. Das heißt, dort muss man alle Kosten, da komme ich auch gleich nochmal dazu, welche das so insbesondere sind, aufrechnen und davon bekommt man bestimmte Prozente erstattet. Hier ist es anders. Hier bekomme ich eine sogenannte Betriebskostenpauschale einmalig von maximal 7.500 Euro. Und das hängt nicht davon ab, wie viel Kosten ich denn wirklich habe, sondern das sind immer 50% vom Umsatz, den ich sozusagen in den Referenzmonaten hatte. Und das sind eben Vereinfachungsbereiche für die Klein- und Kleinstunternehmen. Wir gucken uns jetzt aber einfach mal an, hierzu noch zu sagen, dass wenn man das beantragt, gibt es sofort eine. Also sofort ist relativ, also unser Wirtschaftsminister hat ja auch gesagt, wenn man die November- und Dezemberhilfen beantragt, gibt es mit Beantragung eine sofortige 50-prozentige Abschlagszahlung. Sofortig hieß dann manchmal auch 4 Wochen. Wir gucken jetzt mal, wie das mit der Neustarthilfe ist. Dort steht zumindest in den FAQs drin, dass mit Beantragung eine sofortige 100-prozentige Vorschusszahlung geleistet wird und dass dann der entsprechende Beantrager oder derjenige, der das beantragt hat, dann am Ende des Förderzeitraums selbstständig eine Überprüfung vornehmen muss und eine Endabrechnung einreichen muss und ist im schlimmsten Fall eben auch anteilig zurückzuzahlen oder eben auch in voller Höhe zurückzuzahlen ist, weil eins ist klar, wenn wir heute im Februar die Hilfen beantragen und die gehen ja für den Zeitraum bis Juni diesen Jahres, dann kann es nur mit Hilfe einer Prognoseberechnung sein und am Ende wird eben geschaut, wie viel Umsatzeinbruch war wirklich gewesen und ist der dann eigentlich oder hoffentlich zum Glück doch nicht so hoch gewesen, dann führt dies aber dazu, dass man eben auch diese Hilfen wieder zurückzahlen muss, unter Umständen entweder in voller Höhe oder auch anteilig. Das werden wir sehen. Bei den Soforthilfen oder den Überbrückungshilfen 1 war das ja auch so, dass man zumindest am Anfang gesagt hatte, es muss eine Endabrechnung erfolgen, die dann auch eingereicht werden muss, also für die Überbrückungshilfe 1, die bis August 2020 ging, also der Förderzeitraum, gibt es bis heute noch kein Endabrechnungsmodul, was man ausfüllen kann und wegschicken kann. Also wir werden sehen, was dann immer sofort hier an der Stelle heißt. Hier nochmal kurz zum Überblick. Also ich hatte eben gesagt, es gab die Überbrückungshilfe 1, die habe ich Ihnen jetzt hier nicht mehr aufgeführt. Die ging dann von Juni bis August. Die Überbrückungshilfe 2 war dann der Zeitraum September bis Dezember 2020. Dort sind auch die Anträge in aller Regel gestellt, wobei Sie die rein theoretisch auch noch bis Ende März stellen können.
und dort eben Fixkostenerstattungen beantragen können. Und die Überbrückungshilfe 3, das ist die, worüber ich jetzt heute explizit sprechen möchte, das betrifft eben den Zeitraum, es überschneidet sich so ein Stückchen mit der Überbrückungshilfe 2, November 2020 bis Juni 2021. Wer natürlich die Überbrückungshilfe 2 für November und Dezember auch beantragt hat, muss sich die natürlich bei der Überbrückungshilfe 3 anrechnen lassen für November und Dezember und kann dort nicht nochmal in voller Höhe beantragen. Die Überbrückungshilfe 3, das hatte ich eingangs ja schon gesagt, ist eben jetzt so, dass ein Corona-bedingter Umsatzrückgang erforderlich ist, der mindestens 30% zum Referenzmonat 2019 betrifft. Ich hatte ja das vorhin schon mit Frau Patzelt auch erzählt, mittlerweile guckt die Finanzverwaltung ganz genau hin, dass wirklich Corona-bedingte Umsatzrückgänge oder Liquiditätsschwierigkeiten vorhanden sind und nur dann bekommt man bestimmte Anträge beim Finanzamt auch durch. Und auch hier ist es jetzt so, dass auch explizit nochmal in den FAQs erwähnt wird, dass es sich um Corona-bedingten Umsatzausfall handeln muss und dass das auch genau erklärt werden muss, warum das darauf zurückzuführen ist. Also das Wetter, was wir die letzten 2 Wochen hatten, ist nicht Corona-bedingt. Wenn Sie deswegen weniger Umsatz erzielt haben oder erreichen konnten, dann zählt das grundsätzlich nicht in die Begründung der Überbrückungshilfe 3 mit rein. Also da muss man auch aufpassen und da hat man uns Steuerberater natürlich auch wieder eins drüber geholfen, weil wir müssen das jetzt beurteilen, ob das so ist oder nicht, müssen das auch prüfen. Also das macht es natürlich nicht gerade einfach, weil ich habe da noch nicht so ganz die Lösung, wie ich das dann prüfen soll. Aber das wird sich dann zeigen, nehme ich mal an. Aber das ist so ein Thema, was eben in der Endabrechnung sicherlich nochmal aufgegriffen werden wird. Durch die in Sachsen-Anhalt ist es ja die Investitionsbank, die die Zuschüsse auszahlt und dann auch hinterher prüfen wird. Das wird man dann sehen, das wird ein Bereich sein, der genau geprüft werden wird. Ich hatte ja vorhin gesagt, die Referenzmonat ist immer der aus dem Jahr 2019. Jetzt gibt es aber hier auch Ausnahmen. Wenn man eben in 19 sich erst gegründet hat oder sogar erst in 20 gegründet hat, dann gibt es vielleicht den Referenzmonat nicht. Oder wenn ich halt irgendwelche anderen besonderen Vorkommnisse in den Jahren hatte, wo man sagt, das ist nicht vergleichbar, dann kann ich wahlweise auch auf den Durchschnitt des Jahres 2019 gehen und einfach das ganze Jahr nehmen und dann 12. Ich kann aber auch in das Jahr 2020 reingehen und sagen, okay, ich schaue mir das dort an und nehme dort den Referenzmonat. Das muss man dann gucken, wenn der Antrag gestellt wird. Das müssen Sie ja eh über Ihren Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer oder auch Rechtsanwälte dürfen die Anträge stellen, mit demjenigen dann besprechen, was für sie dann an der Stelle auch zutreffend wird. Höhe der Fixkostenerstattung, die habe ich Ihnen hier nochmal aufgeschrieben, die ist auch so geblieben, wie es ursprünglich auch geplant gewesen ist. Und wenn man jetzt sich zum Beispiel den Einzelhandel mal anschauen würde, die haben zu. Und sofern sie jetzt nicht vielleicht einen Online-Shop installiert haben oder ein Bestellsystem haben, ich kenne das von größeren Unternehmen, dort kann ich anrufen, bestellen oder auch online bestellen und fahre hin und hole mir das dann nur noch ab, dann haben die ja Einnahmen. Aber wenn es jetzt zum Beispiel der klassische Einzelhändler ist, der eben nicht irgendeine andere Alternative hat, um irgendwelche Produkte zu verkaufen, dann hat er zu 100% geschlossen. Also liegt er in der rechten Spalte, ist über 70% Umsatzeinbruch gegenüber dem Referenzmonat und bekommt 90% der förderfähigen Fixkosten erstattet. Ganz wichtig ist, dass man eben immer guckt, wurden eben Waren außer Haus verkauft oder eben über Online-Shops verkauft. Das muss natürlich berücksichtigt werden und mindert unter Umständen dann den entsprechenden Prozentsatz. Hier ist es so bei der Überbrückungshilfe 3, ähnlich den anderen Überbrückungshilfen auch schon, ich kann jeden Monat einzeln betrachten. Das heißt, wenn ich jetzt im Januar, Februar hier reinfliege und wirklich Umsatzausfall in Größenordnung gehabt habe und dort eben auch Kostenerstattungen mir zustehen und ich meinetwegen, nehmen wir die Friseure als Beispiel, ab 1. März wieder öffnen darf und dort keinen Umsatzeinbruch habe, dann schadet mir das nicht für die Januar- und Februar-Zeitraum.
sondern ich bekomme dann eben die Überbrückungshilfe für Januar und Februar und für die anderen Monate dann wahrscheinlich nicht, weil ich dort eben keinen Umsatzeinbruch mehr zu verzeichnen habe. Also ich kann mir jeden Monat einzeln dann auch anschauen und jeder Fördermonat wird dann einzeln betrachtet. Was sind die Kosten, die hier besonders sind, neben den klassischen Kosten, die man halt hat, Miete, Fahrzeugkosten, Leasingraten etc., Stromkosten, die man hat? Und zwar sagt hier das Wirtschaftsministerium, dürfen sogenannte Marketing- und Werbekosten, die jetzt zusätzlich aufgrund der jetzigen Situation eben angefallen sind oder eben auch anfallen, mit berücksichtigt werden. Das war ja in den anderen Überbrückungshilfen nicht der Fall. Dort muss man aber schauen, dass ein maximaler Betrag möglich ist, nämlich für die Kosten, die Sie in dem Jahr 2019 auch maximal hatten. Also Sie dürfen zwar mehr gerne ausgeben, aber wenn Sie in dem Jahr 19 nur 10.000 Euro dafür ausgegeben haben, dann dürfen Sie auch diesem Jahr nur 10.000 Euro als förderfähig ansetzen. Bei der Überbrückungshilfe 3, in den anderen beiden Überbrückungshilfen, war das gar nicht berücksichtigungsfähig. Dort ist vor allem natürlich auch gemeint, weil das Thema Digitalisierung nämlich auch besonders gefördert wird. Das heißt, wenn Sie jetzt Investitionen durchführen, weil Sie sagen, ich möchte gerne einen Online-Shop implementieren, ob ich als Einzelhändler unterwegs bin oder ich habe auch mittlerweile Gastronomen gesehen, die haben eine ganz tolle Homepage entwickelt, dass ich dort sozusagen auch wie eine Art Online-Shop alles vorbestellen kann, fahr hin, hol mir das ab. Das kostet natürlich Geld. Und diese Kosten, also sprich Investitionen in Digitalisierung, die werden auch einmalig bis zu 20.000 Euro gefördert. Das heißt, wenn Sie das jetzt noch machen wollen oder sowieso schon immer machen wollten, dann nutzen Sie jetzt die Chance, weil jetzt bekommen Sie es dann eben auch mitgefördert. Dasselbe gilt auch für Umbaumaßnahmen, die Sie jetzt in dieser Zeit durchführen. Dort hat man jetzt auch nochmal absolut nachgebessert, weil am Anfang stand das nur so drin, ja, Renovierung und ein bisschen Umbau. Jetzt hat man gesagt, na ja, zur Umsetzung von Hygienekonzepten, das ist die Voraussetzung, also nur mal neu machen, alles schick machen in der Gastronomie, weil man gerade zu hat, das ist damit nicht gemeint, sondern wirklich, wenn Sie das erklären können, dass das eben aufgrund von Hygienemaßnahmen, Hygieneplänen, die Sie dann eben einhalten müssen oder auch wollen, entstanden sind, diese Kosten, dann sind die eben auch in Höhe von maximal 20.000 Euro und dort aber pro Monat abzugsfähig. Es gibt Sonderregelungen, die will ich Ihnen jetzt gar nicht näher bringen. Das müssen Sie dann mit demjenigen besprechen, der den Antrag für Sie stellt. Im Bereich der Reisebranche, es gibt Sonderregelungen für Veranstaltungs- und Kulturbranchen, genauso wie Unternehmen der pyrotechnischen Industrie. Wenn Sie sich überlegen, Silvester haben wir alle nicht knallen dürfen, wobei in Dessau irgendwie hatte ich das Gefühl, es war genauso wie immer, außer dass das Feuerwerk am Theater nicht stattgefunden hat. Aber dennoch gibt es Unternehmen, die ja das herstellen oder auch verkaufen, die sind dort drauf sitzen geblieben, konnten das nicht verkaufen, durften ja auch nicht verkaufen. Da ist die Frage, was passiert dann damit? Dort gibt es Sonderregelungen, dass die natürlich Erstattungen in anderer Höhe und für diese Situation auch bekommen, weil die natürlich ja auch von dem Lockdown und von den Verboten stark betroffen waren. Und genauso gibt es Sonderregelungen für den Einzelhandel, weil wir sehen das ja auch jeden Tag in der Tagesschau zum Beispiel, wenn gebracht wird, die Einzelhändler gerade in der Modebranche sitzen auf ihrer Winterware, keiner kauft die, wenn die mal wieder irgendwann aufmachen dürfen, ist der Winter vorbei. Ob dann die Frühlingsware dann verkauft werden kann, ist die Frage. Wobei im Moment die Frage ist, kaufen die überhaupt Frühlingsware, weil sie haben ja gar kein Geld, weil sie Winterware nicht verkauft haben, sie haben gar keine Lagerkapazitäten etc. Und auch hier für diese Situation hat der Gesetzgeber da an der Stelle Sonderregelungen geschaffen, dass dort diese Kosten, die eben zusätzlich für die Warenlagerung, für neue Waren kaufen, alte vielleicht wegschmeißen oder verbilligt verkaufen, dass diese Kosten dann auch in der Fixkostenerstattung mit Berücksichtigung finden. Also dort hat der Gesetzgeber schon relativ viel auch mit aufgenommen, was auch richtig und auch wichtig ist, weil wenn nun mal das Verbot ausgesprochen wird, es nicht aufgemacht werden darf, dann kann man demjenigen aber nicht noch das Geld so abschneiden, dass er wirtschaftlich danach nicht wieder existent sein kann. Ganz, ganz, ganz doll wichtig und meine Bitte auch für Sie, dokumentieren Sie diese Sachen, wenn Sie solche Sondersituationen auch haben. Wenn die in 5 oder in 10 Jahren prüfen kommen, wir haben das bei dem Hochwasser, was
2013 gewesen ist, gesehen, die kommen 8 Jahre später und wollen dann irgendwelche Unterlagen prüfen. Sie wissen das nicht mehr, Sie haben das vielleicht nicht mehr. Schaffen Sie sich dort wirklich Unterlagen, wo Sie dokumentieren, was Sie weggeschmissen haben, was Sie weggeben mussten, weil Sie sagen, da kriege ich jetzt eh nicht mehr verkauft. Auch in der Gastronomie, dass Sie sagen, okay, ich hatte eingekauft und ich konnte das dann nicht mehr verkaufen, weil ich zumachen musste. Schreiben Sie das auf, machen Sie Fotos, was auch immer, so viele Nachweise bitte wie möglich sich besorgen und zur Seite packen, weil in 5 oder 8 Jahren weiß das keiner mehr und Sie müssen es aber beweisen, dass das eben aufgrund dieser Situation auch so gewesen ist. Also da bitte aufpassen und eben auch nochmal mit demjenigen sprechen, der für Sie diesen Antrag ja dann auch stellen wird. Ich hatte Ihnen diese Folie letztes Mal mitgebracht und dann bin ich auch schon durch mit den Fördermaßnahmen. Dort hatte ich Ihnen noch eigentlich freudigerweise gesagt, zur Ermittlung des Betrages sozusagen, was Sie denn erstattet bekommen werden, sollen wohl auch Tilgungen und auch ein gewisser Unternehmerlohn berücksichtigt werden. Das war zu dem Zeitpunkt noch mit einem großen Fragezeichen. Sie sehen, ich habe es durchgestrichen. Weder der Unternehmerlohn noch Tilgungen sind berücksichtigungsfähig. Frau Patzelt hat es vorhin gesagt. Derjenige, der finanziell nicht klarkommt, der kann sich ja bei der Arbeitsagentur melden und Hartz IV beantragen. Das ist wunderschön. So ist die Argumentation zumindest vom Wirtschaftsministerium. Also das heißt, der Unternehmerlohn wird nicht berücksichtigt. Die Tilgungen werden auch nicht berücksichtigt. Da müssen Sie sehen, wie Sie das gestemmt kriegen, über Tilgungsaussetzung mit der Bank sprechen etc. Ist ein Riesenproblem, zumal ja auch nur bis maximal 90% der Fixkosten erstattet werden. Das heißt, auch 10%, wenn Sie den höchsten Betrag erstattet bekommen würden, müssten Sie ja selber dann schon tragen. Gestern war ja große Pressekonferenz mit unserem Wirtschaftsminister, wo ja das auch angesprochen worden ist und gesagt wurde, warum nur 90%? Wir haben 100% Kosten, wovon sollen die bezahlt werden? Wir haben ja nicht erst nur jetzt die Situation, sondern wir hatten im letzten Jahr ja schon einen Lockdown. Wir hatten schon im November und im Dezember teilweise Lockdown. Also irgendwann ist ja die Liquidität dann einfach auch am Ende. Da muss man schauen, ob das gestern nur wieder Laberababer war, ja, ich kümmere mich drum, oder ob da wirklich nachgebessert wird, das muss man dann einfach schauen. Nur eins wichtig, stecken Sie den Kopf nicht in den Sand, überlegen Sie mit Ihrem Steuerberater, mit Ihrem Wirtschaftsberater, mit Ihrem Banker, wie Sie diese Zeit überstehen können. Machen Sie sich da schlau, sprechen Sie auch uns gerne an. Wir wollen Ihnen da auch gerne Unterstützung anbieten, damit Sie die Zeit überstehen und wir vielleicht innerhalb vielleicht der nächsten 2, 3 Monate irgendwann auch wieder darüber nachdenken können, dass alle wieder geöffnet haben können. Die Friseure starten ja jetzt am 1. März und machen den Anfang. Ja, so viel erstmal dazu. Und dann gucke ich gerade noch. Ja, kommt mal eine Frage rein. Werden Zinsen erstattet? Ja, Zinsen sind sogenannte Finanzierungskosten und die werden mit erstattet. Sie können gerne auf der Seite, die ich Ihnen vorhin gezeigt hatte, überbrückungshilfe-unternehmer.de. Dort gibt es diese Seite der FAQs und dort sind alle Kosten, die Sie beantragen können, auch aufgelistet. Dort können Sie auch gerne nochmal nachschauen, aber Zinsen sind auf jeden Fall mit berücksichtigungsfähig. Ja, dann würde ich jetzt an Frau Patzelt weiter übergeben, weil sie noch ein Thema hat, was gar nicht so zu unterschätzen ist. Wir alle haben ja in den letzten Monaten darüber nachgedacht oder auch immer wieder das Thema beim Monatsticker gehabt. Mehrwertsteuersenkung vom 1.7. bis zum 31.12.2020. Und ja, alle müssen irgendwie eine Betriebskostenabrechnung machen, alle Vermieter. Und dann ist natürlich auch die Frage, was mache ich denn da mit der Mehrwertsteuersenkung das halbe Jahr? Und deswegen hat Frau Patzelt sich überlegt, da werden wir vielleicht auch mal was zu sagen, weil das gar nicht so einfach ist. Genau, das Stichwort. Ja, 2020 mit diesen unterschiedlichen Mehrwertsteuersätzen ist natürlich so ein großes Fragezeichen jetzt bei den Vermietern, aber auch bei den Objektverwaltern teilweise, weil die sich natürlich fragen, wie muss man jetzt abrechnen? Natürlich musste man im Vorgang natürlich im Voraus immer gucken, in 2020 sind die Eingangsleistungen richtig abgerechnet, habe ich da die richtigen Steuersätze und jetzt geht es halt darum, die Ausgangsrechnung, die Betriebskostenabrechnung mit dem richtigen Steuersatz zu erstellen.
natürlich erstmal drauf an, wie ist die Vermietung gestrickt. Derzeitige Auffassung der Finanzverwaltung ist erstmal grundsätzlich diese, dass die Betriebskosten als Nebenleistung zur Hauptleistung umsatzsteuerlich stehen. Das heißt, die Nebenkosten gehören mit zum Vermietungsverhältnis, ist nur eine Nebenleistung. Und so wie das Vermietungsverhältnis abgerechnet wird, so haben auch die Betriebskosten abgerechnet zu werden. Das heißt, habe ich eine steuerpflichtige Vermietung, sind die Betriebskosten steuerpflichtig, habe ich eine steuerfreie Vermietung, sind die Betriebskosten auch steuerfrei. Jetzt gibt es aber auch schon eine neuere Rechtsprechung, die sagt nämlich, oder beziehungsweise das EuGH und auch das BfH hat dazu Stellung genommen und sagt, naja, es gibt aber auch Betriebskosten, die sind teilweise eine eigenständige Hauptleistung, also nicht Nebenleistung zum Vermietungsverhältnis, sondern Hauptleistung. Das heißt, diese betrachte ich separat. Voraussetzung hierfür wurde festgelegt, das ist immer dann der Fall, wenn der Vermieter diese Dienstleistungen selber bestimmen kann oder auch wie zum Beispiel beim Wasser, beim Strom oder natürlich auch bei der Heizung die Verbräuche selber bestimmen kann. Dann sagt das EuGH und das BfH, nein, es ist keine Nebenleistung mehr, es ist eine Hauptleistung für sich. Das heißt, bei den steuerpflichtigen Vermietungen, dass ich dann auch steuerpflichtig separat abrechne mit dem Steuersatz, der dann zum Tragen kommt. Das heißt, Wasser mit einem verminderten Steuersatz, weil das Vermietungsverhältnis ist ja sonst immer mit einem Regelsteuersatz 19 bzw. 16%, je nachdem, in welchem Zeitraum das gefallen ist. Das heißt, da muss man dann aufpassen, ist wahrscheinlich auch eine Frage von der vertraglichen Gestaltung. Nochmal zum Unterschied, umsatzsteuerfreie Vermietung, umsatzsteuerpflichtige Vermietung. Bei der umsatzsteuerfreien Vermietung braucht man im Großen und Ganzen nicht so viel bei den Prozenten der Umsatzsteuer beachten. Wenn ich eine steuerfreie Vermietung habe, ist natürlich auch die Betriebskostenabrechnung steuerfrei. Und in der Betriebskostenabrechnung berücksichtige ich dann natürlich alle Ausgaben, die ich als Vermieter hatte, im Bruttobereich. Dadurch, dass ich ja nicht vorsteuerabzugsberechtigt bin, ziehe ich natürlich oder berechne ich die Bruttorechnungsbeträge weiter. Eine Ausnahme gilt bei der Lieferung von Heizöl oder von Gas an den Vermieter. Das ist, wie oben schon genannt, halt keine steuerfreie Nebenleistung, sondern die ist steuerpflichtig. Die muss dann separat mit einer Umsatzsteuer abgeführt werden. Ausgenommen, kleine Ausnahme sind die Kleinunternehmerregelungen. Wenn man darunter fällt, braucht man sich da keine Gedanken machen. Fällt man drüber, müsste man mit Umsatzsteuer abrechnen, hat aber den Charme, die Eingangsleistung, man darf den Vorsteuerabzug geltend machen. Aber ich denke, im Großen und Ganzen wird das kaum jemanden tangieren bei der umsatzsteuerfreien Vermietung. Man wird dann nur wegen der Lieferung von Heizöl, denke ich mal, nicht über die Kleinunternehmerregelung drüber fallen, sodass das eigentlich kein Thema sein sollte. Thema ist aber natürlich die umsatzsteuerpflichtige Vermietung. Da ist ja der Knackpunkt mit der Umsatzsteuer, mit der Mehrwertsteuersenkung im letzten Jahr zu beachten. Das heißt, man muss natürlich gucken, ich habe Eingangsleistungen teilweise mit 16%, teilweise mit 19% erhalten, die ich dann natürlich als Vermieter weiter berechnen müsste. Das heißt, man muss dann gucken, zum einen sind wir beim Wasser teilweise mit 7% fürs erste Halbjahr, dann mit 5% fürs zweite Halbjahr. Strom etc. ist dann von 19% auf 16% runtergefallen. Und da ist dann die große Frage, wie berechne ich das weiter? Grundsätzlich wird alles mit Umsatzsteuer weiter berechnet, egal ob der Vermieter dort Eingangsleistung mit Umsatzsteuer hat oder nicht. Das heißt, weiter belastete Grundsteuer zum Beispiel oder Versicherungsbeiträge sind mit dem normalen Regelsteuersatz dann auch in der Endabrechnung oder in der Betriebskostenabrechnung weiter zu berechnen, auch wenn ich den Vorsteuerabzug nicht habe, wobei das bei den in der Regel hat man ja der vorsteuerabzugsberechtigte Mieter, dem wird das im Grunde nach gleich sein, ob auf alle Beträge Vorsteuer oder Umsatzsteuer ausgewiesen wird oder nicht, die ziehen das ja eh ab, das heißt der Nettoaufwand bleibt beim Vermieter gleich. Jetzt aber mal die Preisfrage, wie rechne ich mit den unterschiedlichen Steuersätzen ab? Und da gab es ein BMF-Schreiben im Juni letzten Jahres, wo da nochmal drauf Bezug genommen wurde. Und zwar sind wir ja bei den Vermietungsleistungen, haben wir bei den Mehrwertsteuerseminaren ganz oft immer erzählt,
sind Dauerleistungen und Mietverhältnis ist ja immer monatlich. Das heißt, ich schaue ja immer nach den Monaten. Jede Miete entsteht monatlich und in dem Monat, wo wir sind, der Steuersatz ist anzuwenden. Ähnliches greift dann nachher bei den Betriebskostenabrechnungen auch. Dadurch, dass das eine Nebenleistung darstellt, ist das vom Zeitraum genau das Gleiche. Das heißt, die Nebenkosten entstehen monatlich, analog der Miete. Und das BMF hat halt eine Vereinfachung geschaffen und hat gesagt, alle verbrauchsabhängigen Betriebskosten sind Nebenleistungen und sind in der Betriebskostenabrechnung jeweils zur Hälfte, also wegen halbem Jahr mit 16%, halbem Jahr mit 19%, Hälfte, Hälfte, deswegen da diese 50-50 mit Umsatzsteuer abzurechnen und nicht nach den tatsächlichen Verbräuchen. Also sollte jemand am 30.06. abgelesen haben und am 31.12. nochmal, ist der Zeitraum dazwischen nicht verbrauchsabhängig mit 16% abzurechnen, sondern einheitlich. Sie nehmen den Jahresverbrauch 50-50, was ja wahrscheinlich auch einfacher in der Handhabung sein wird. Und das wird dann weiter berechnet. Also man nimmt alle Kosten, ganz einfach, halbe, halbe, und dann wird weiter berechnet. Genau, das war eigentlich das, worauf es uns jetzt nochmal angekommen ist, das nochmal ein bisschen näher zu erläutern, dass man da aufpasst. Betriebskostenabrechnungen sind jetzt irgendwann dran. Also bedenken Sie das bei Fragen. Gern uns fragen, gern Ihren Steuerberater fragen, kein Problem. Aber bitte die Umsatzsteuer nicht aus dem Auge lassen, weil das ist so ein Thema, Umsatzsteuer nachschauen, wir warten schon drauf, dass das irgendwann mal kommt, dass dieser Zeitraum vom 1.7. bis 31.12. ganz, ganz doll unter die Lupe genommen wird und böse Erwachungen hoffentlich vermieden werden. Na, nicht nur dieser Zeitraum, sondern auch die Randgebiete davor und auch danach natürlich, ja. Ne, weil gerade im Bau ist ja so die Frage immer mit den Abnahmen etc., haben wir auch schon des Öfteren erzählt. Aber das ist schön, Frau Patzelt, dass auch mal was einfach geht, dass wir es nur halbieren müssen. Ja. Das freut uns und die Zuhörer sicherlich genauso. Also vielen lieben Dank. Und ich habe jetzt noch ein letztes Thema für Sie mitgebracht. Und zwar die Frage kommt ja ganz oft, dass die Mandanten sagen, Mensch, sagen Sie mal, Frau Dieko oder Frau Patzelt, was kann ich denn nun schon mal wegschmeißen, was ich da nun diese 20 Jahre, die ich schon selbstständig bin, immer an Unterlagen aufgehoben haben. Und dazu kann man ganz klar Folgendes sagen. Wir haben eine Aufbewahrungspflicht von 10 Jahren. Jetzt könnte man ja sagen, na ja, dann 10 Jahre rückwärts, dann kann ich ja 2010 wegschmeißen. Nein, genau so einfach ist es halt nicht. Sie müssen immer genau schauen, wann der Gesetzgeber sagt, wann ist die letzte Buchung und wann ist der Jahresabschluss entstanden oder fertiggestellt worden. Und mal als klassisches Beispiel, der 2009er Jahresabschluss, wenn Sie ordentlich Ihr Unternehmen immer mit dem Steuerberater auch im Folgejahr dann gegenüber dem Finanzamt erklärt haben, also sprich in 2010 die Steuererklärung eingereicht haben, den Jahresabschluss erstellt haben, dann läuft mit Ende des Jahres 2010, beginnt diese 10-Jahresfrist für die Unterlagen aus dem Jahr 2009 und endet dann mit Ablauf nach 10 Jahren, mit Ablauf des Jahres 2020. Das heißt, in diesem Jahr können Sie, wenn Sie regulär Ihre Steuererklärung und Ihren Jahresabschluss für 2009 in 2020 erledigt haben, können Sie ab 21 alles bis 2009 entsorgen und wegschmeißen. Wobei alles bitte in Klammern, sage ich auch gleich warum. Sollten Sie jemand sein, der eben aber erst in 2011 die Steuererklärung fertiggestellt hat und den Jahresabschluss fertiggestellt hat, dann verlängert sich das nochmal um ein Jahr. Dann können Sie natürlich noch nicht jetzt 2009 wegschmeißen, sondern unter Umständen vielleicht 2008. Also immer schauen, wann haben Sie den Jahresabschluss fertiggestellt und auch eingereicht beim Finanzamt. Also in welchem Zeitraum war die letzte Handlung an diesem Jahresabschluss, mit Beginn des Folgejahres beginnt sozusagen die 10-Jahresfrist, dann 10 Jahre und dann ab dem Folgejahr können Sie dann entsorgen. Das ist grundsätzlich relativ einfach, außer eben, man hat eben nicht so abgegeben, wie man eigentlich es hätte tun sollen, dann wird es ein bisschen schwieriger. Ich hatte eben gesagt, dieses alles bitte in Klammern setzen, weil Sie bitte nicht tabula rasa alles aus dem Schrank raus und rein in Aktenvernichter,
sondern Sie müssen natürlich auch so ein bisschen qualifiziert gucken, was haben Sie denn da drin in den Unterlagen, in Ihren Ordnern oder auch in digitaler Form, wobei digitale Form zum Beispiel das, was ich jetzt gerade bringen will, wahrscheinlich eher nicht der Fall sein wird. Ich meine nämlich Notarverträge, Schenkungsverträge, also alles, was Sie irgendwie beim Notar haben, beurkunden lassen. Diese Unterlagen sollten Sie eigentlich niemals wegschmeißen, weil Sie die nicht nur fürs Finanzamt ja brauchen unter Umständen, weil da gilt nun mal nur die 10-Jahresfrist. Aber wenn Sie die für irgendwelche anderen Unterlagen oder Aktionen mal brauchen, weil sie irgendwann nachweisen müssen, dass sie überhaupt der Eigentümer sind, dass sie das irgendwann gekauft haben, zu welchem Preis sie das irgendwann gekauft haben. Bitte solche Sachen bitte nie wegschmeißen, sondern immer aufheben und eigentlich auch nicht in den normalen Finanzbuchhaltungsordner mit reinpacken. Das sollten sie sowieso ja separat weggepackt haben. Also da bitte drauf achten, dass solche Sachen nicht weggeschmissen werden. Ansonsten können sie natürlich auch in diesem Jahr wieder die Unterlagen entsorgen, aber bitte nicht normal in die Papiertonne, sondern wir haben einen Datenschutz Thema ja in Deutschland und wollen tut das ja auch keiner, dass irgendwelche Zettel, die aus der Buchhaltung sind, da normal im Papiercontainer rumschwirren, sondern dann unter Umständen eine Firma beauftragen, die Aktenvernichtung anbietet und das Zeug dann ordentlich vernichtet und mit Protokoll vernichtet, damit sie auch einen Nachweis für sich haben, dass sie da datenschutzrechtlich alles ordentlich erfüllt haben und nicht irgendwann mal Post kriegen von wem auch immer, von irgendeinem Anwalt, der sagt, hier, da hast du irgendwas und mein Mandant, der beschwert sich wegen Datenschutz und sie müssen irgendein Bußgeld oder so bezahlen. Also da bitte ganz doll vorsichtig, dass sie da in ihrem Aktionismus, endlich kann mal was weg, ja, dann bitte so entsorgen, dass es datenschutzrechtlich konform einfach ist. Wenn Sie hierzu nochmal Fragen haben, dass Sie sagen, Mensch, wie ist das jetzt bei mir speziell, weil ich habe erst dann und dann abgegeben, dann können Sie uns gerne nochmal anmelden, was Sie ja generell sowieso tun sollen und auch dürfen. Das machen ja auch schon viele Zuhörer, dass sie uns im Nachgang auch nochmal eine E-Mail schreiben und irgendwelche Fragen stellen, die sie noch auf dem Herzen haben. Dann haben Sie da bitte keine Scheu, uns die dann auch zu stellen. Soweit wir die beantworten können, machen wir das auch, beziehungsweise verweisen wir dann eben auch an jemanden anderes, der das vielleicht besser kann. Frau Patzelt, kommen Sie wieder mit dazu? Ich habe noch ein, zwei Sachen, die jetzt als Fragen reingekommen sind. Als erstes war nochmal die Frage auch, wie lautet die Seite von Herrn Dr. Schlegel? Also für alle nochmal, die Homepage heißt etl-rechtsanwälte.de. Wenn Sie aber etl-rechtsanwälte bei Google eingeben, dann kommt die Homepage in aller Regel ganz oben. Also die finden Sie auf jeden Fall. Ansonsten auch, wenn Sie auf unsere Homepages gehen von unseren Kanzleien, gibt es auch einen Link zu den Rechtsanwälten dort drauf. Dort können Sie auch nochmal nachschauen. Hier kam dann noch die eine Frage, betrifft die Abschlussunterlagen oder betrifft meine Sache, die ich gerade erzählt habe, nur die Abschlussunterlagen oder auch sämtliche Belege, wie zum Beispiel Rechnungseingänge für Warenlieferungen? Ja, auch die. Also ich meinte damit nicht nur den Jahresabschluss, den Sie wegschmeißen dürfen, sondern Sie dürfen dann wirklich alle Eingangsrechnungen, alle Ausgangsrechnungen, Ihre Kontoauszüge etc. entsorgen. Aber wie gesagt, schauen Sie, was da auch drin ist, weil wenn Sie dann auch Anlagevermögen gekauft haben und die Eingangsrechnung hängt dort und das ist eine riesengroße Maschine oder weiß ich nicht und die haben Sie halt noch, wüsste ich jetzt nicht, ob ich die schon wegschmeißen wollte. Also da vielleicht auch nochmal überlegen, Anlagenverzeichnis nochmal durchgucken und vielleicht die Zettel dann lieber rausfischen und nochmal aufheben. Dann noch die Frage, wenn eine Prüfung vom Finanzamt kommt, verlängert sich dann die Aufbewahrungsfrist? Naja, es gibt eine sogenannte Ablaufhemmung, ja, aber die Prüfung wird in aller Regel nicht in 10 Jahren sein, sondern die kommen in aller Regel innerhalb der nächsten 3 oder 4 Jahre. Das ist so die Regel. Klar, rein theoretisch könnten die auch erst im 10. Jahr aufploppen. Also ich weiß nicht, Frau Patzelt, hatten Sie das schon mal? Ich hatte das noch nicht. Nein. Ich habe Sie gerade überhaupt nicht verstanden. Ich meinte, hören Sie mich jetzt besser? Ja. Ja, okay. Mit den 10 Jahren ist ja meistens immer ein Fall bei Steuerhinterziehung und das hatten wir noch nicht. Nein, das hatten wir nicht. Wir haben als ordentliche Mandanten, genau. Also das läuft natürlich eine Betriebsprüfung noch, wo das Ende eigentlich ist. Na, dann bitte nicht wegschmeißen, weil dann gibt es eben diese Ablaufhemmung, aber ist die Betriebsprüfung durch und alles erledigt, dann gibt es keinen Grund, das noch aufzuheben. Dann weg mit dem Zeug.
Lohnunterlagen war auch nochmal die Frage. Frau Patze, vielleicht können Sie da nochmal was zu sagen. Lohnunterlagen haben auch eine Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren, Ja, Fragezeichen. also Originale eigentlich immer aufheben. Durch Arbeitsverträge, sowas sollte man immer aufheben, gar nicht vernichten. Genau. Alles, was vom Steuerberater kommt, das sind alles Kopien, also Lohnscheine, das nicht, aber Originalunterlagen, die würde ich nicht wegschmeißen und sollte man auch nicht tun. Genau, also die Frage kam auch von, nee, doch nicht, habe ich mich gerade vermacht. Ich hatte gerade gelesen, es ist ein Mandant von uns, es ist kein Mandant, aber ich kann mal kurz erzählen, wie es bei uns ist. Also bei uns ist es so, die Mandanten bekommen das sowieso nur noch in digitaler Form. Das heißt, wir haben ja ein Unternehmerportal, das heißt PISA, dort ist das alles archiviert und der Mandant selber kann sich das zwar runterladen, ausdrucken, was auch immer, aber er kann das dann eben wegschmeißen, weil im schlimmsten Fall ist das in diesem Archiv, das sozusagen in dem Rechenzentrum entsprechend vorgehalten wird und auch nicht gelöscht wird nach 10 Jahren, auch immer noch auffindbar, was die Lohnunterlagen anbetrifft, weil sie eben als Arbeitgeber im schlimmsten Fall ihren Arbeitnehmern noch die Zettel, die die verbummelt haben, geben müssen. Ne? Aber also bei uns ist es so und ich glaube, bei vielen anderen Steuerberatern ist das mittlerweile auch so, dass man das in digitaler Form ja sowieso nochmal mit hat. So, die Frage haben wir auch beantwortet. Hier kam nochmal eine Frage zur Überbrückungshilfe 3. Ist bei der Überbrückungshilfe 3 der erzielte Gewinn anzurechnen oder nur der Umsatzeinbruch von Bedeutung? In Ihrer Folie war das nicht ersichtlich. Naja, das ist so. Also es wird grundsätzlich erstmal den Umsatzeinbruch angeschaut. Klar, ob Sie überhaupt in die Regelung reinfallen. Und dann wird geschaut, welchen Kostenerstattungssatz Sie bekommen. Sollte dann aber auch mit dem verminderten Umsatz ein Gewinn entstanden sein, dann haben Sie keinen Anspruch auf Überbrückungshilfe, weil nur ungedeckte Fixkosten erstattet werden. Und das sagt ja das Wort schon, ungedeckt. Es hat, die Einnahmen haben nicht ausgereicht, um diese Kosten eben zu erstatten. Also das muss man sich genauer mit anschauen. Dass die Handwerkskammer das anders informiert hat, das kann ich jetzt nicht so ganz glauben. Und wenn das so wäre, dann ist das aber falsch. Weil das hat man kurz vor Weihnachten, glaube ich, Frau Patzelt, ich glaube, am 23. Dezember hat man diese Regelung gebracht, dass Gewinne angerechnet werden müssen. Also wer Gewinne erzielt, darf natürlich keine Förderung bekommen, weil gibt es ja auch keinen Grund grundsätzlich, das zu fördern, wenn Gewinne da waren. Es sollen wirklich nur die gefördert werden, die eben leider so wenig Einnahmen haben, dass die Kosten eben nicht gedeckt werden konnten. Ja, das war's schon. Vielen lieben Dank dass Sie zugehört haben. Wie gesagt, es waren wieder sehr viele, wir haben wieder die 100 geknackt dieses Mal. Ganz kurz auch nochmal, auch wenn die beiden Herren schon weg sind, aber das ist eben das Faszinierende durch die Digitalisierung. Wir hatten jetzt sozusagen Erfurt, Bernburg, Köln und Dessau an einem Tisch und Sie, wo Sie auch immer alle sitzen, das wird es bei Präsenz so nicht geben. Also es ist nicht alles schlecht in Corona-Zeiten, also da sind wir dann doch schon sehr viel flexibler. Der Vortrag ist ab morgen auch auf unseren Homepages downloadbar und auch dort finden Sie die neuen Termine. Wir haben jetzt bis zum Juli hinein erstmal geplant, was nicht heißt, dass wir dann aufhören, aber da haben wir gedacht, das reicht jetzt erstmal die nächsten 5 Monate, die Termine vorzugeben. Die Links sind dann auch schon vorhanden, das heißt, Sie können sich dort auch dann schon anmelden. Und als Idee für den nächsten Monatsticker hatten wir uns jetzt aufgeschrieben, dass wir gerne, das wollten wir ja diesmal machen, aber Frau Hochheim konnte ja nicht zum Thema Notfallkoffer was erzählen wollen. Also was passiert, wenn es passiert mit mir? Dann auch ein ganz wichtiges Thema, Wechsel private Krankenversicherung in die gesetzliche Krankenversicherung. Haben wir ganz oft das Thema, man wird 53 und auf einmal fällt einem ein, ach, ich müsste ja vielleicht mal wechseln, wie geht das oder auch nicht. Und in dem Zusammenhang eben Statusfeststellungsverfahren, also ist ein Arbeitnehmer oder der Geschäftsführer oder die angestellte Ehefrau, die angestellten Kinder, sind die überhaupt sozialversicherungspflichtig angestellt oder eben auch frei? Das sind so die Themen, die wir uns für nächstes Mal schon überlegt haben, zu den steuerlichen, die bis dahin dann mit Sicherheit wieder alle kommen. Wenn Sie Themenwünsche haben, dann schicken Sie uns die gerne im Nachgang an dieses Seminar uns zu, damit wir auch genau das erzählen, was Sie interessiert. Und ansonsten, Frau Patzelt, können wir nur sagen, bleiben Sie bitte gesund, Genau. bleiben Sie positiv negativ, so wie es vorhin Herr Dr. Schlegel gesagt hat. Frau Patzelt ist hoffentlich nächstes Mal auch wieder in Ihrem Büro, nicht in Ihrer Kammer unten im Keller wegen Quarantäne. Alles gut. Deswegen waren vielleicht auch manchmal ein paar Störungen vom Ton und vom Bild, Ja. aber wir haben es trotzdem super hinbekommen. Also vielen Dank, Frau Patzelt, dass Sie das trotzdem gemacht haben. Ja, bleiben Sie gesund und wir würden uns freuen, wenn wir Sie beim nächsten Mal wiederhören und Sie uns dann sehen. Bis dann. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.